Insgesamt habe ich zwei DMT-Erfahrungen gemacht. Die erste war an einem Nachmittag, ungefähr so um 16 Uhr. Es war ganz schön warm draußen und strahlend blauer Himmel. Ich habe vorher noch gar keine Erfahrung mit psychedelischen Drogen gemacht, also wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt. Ich war auch ziemlich nervös. Ich hatte auch keine Erfahrung mit Bongrauchen. Ich glaube, deswegen habe ich auch ein bisschen zu wenig gezogen oder inhaliert. Die ganze Reise war ziemlich seicht. Ich habe ausgeatmet und habe mich zurückgelegt und habe gemerkt, wie mein Körper ganz, ganz schwer wird. Aber das war erstaunlich angenehm. Und in meinem Ohr war so eine Frequenz, die sich von ganz tief immer höher geschraubt hat. Und je höher die wurde, desto scharfer wurde mein Blick und ich habe die Farben viel strahlender wahrgenommen. Es wurde alles viel schärfer. Ich habe gespürt, wie meine Pupillen sich weiten. Und ich konnte nur sagen, oh wow. Im Himmel habe ich ganz viele Waben gesehen und Strukturen und auch schon fast Fraktale. Ich habe dann noch ganz lange die Wolken beobachtet. Die haben sich so schnell ineinander gedreht. Es kam mir alles unglaublich schnell vor. Irgendwann habe ich dann meine Augen zugemacht und dann war ich wie in einem Alex Gray-Gemälde. Da waren so orange-rote Strukturen, die sich so ineinander gewunden haben. Ich glaube, ich habe auch mal mein Gesicht gesehen. Aber das war alles eher so wie so ein Traum, den ich nicht mehr so ganz erinnern kann. Also eher so ganz tief oder unterbewusst. Und irgendwann habe ich dann einfach meine Augen aufgemacht und dann wusste ich, okay, ich bin wieder da. Ich habe dann noch ein bisschen die Energiestrukturen im Himmel gesehen, wie die sich auch so übereinander gelagert haben und ja, wie die so hin und her geflossen sind. Und auch um die Pflanzen rum war so ein Schimmer oder so ein Schein. Dann habe ich meine Schwiegermama angeschaut, die saß neben mir und hat auf mich aufgepasst. Die hat auch ganz stark geleuchtet und war wie so, ja nicht so comichaft, aber so überreal. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie die Farben aussahen. Sie hat mir im Nachhinein erzählt, dass ich wohl ziemlich oft gekichert und gelacht habe. Und als ich so zu mir gekommen bin, hatte ich echt das Gefühl, ich könnte weinen, weil es so schön war. Aber dadurch, dass es eben nur so kurz und so seicht war, also mir kam es vor wie eine Minute, obwohl ich doch laut Erzählungen 20 Minuten schon weg war. Ja, das hat mich einfach wahnsinnig neugierig gemacht. Und dann wollte ich es am nächsten Tag gleich wieder ausprobieren. Am nächsten Tag war es dann schon ziemlich spät abends, bestimmt schon 10 Uhr. Es war schon stockfinster. Und ich habe mich auf eine Wiese gelegt und ganz viele Decken eingepackt. Mein Mann war dabei. Und ich habe mich diesmal wirklich angestrengt, mehr zu inhalieren. Und ja, es war ganz anders. Also es hat mich wirklich komplett rausgehauen aus, ja, ich würde sagen, aus der Materie, aus dem Ich, einfach aus allem, was ich so hier in meinen 30 Jahren gelernt habe. Ich habe nicht mal mehr mitbekommen, wie ich ausgeatmet habe. Ich habe mich hingelegt und war sofort in einem Nichts. Da war weder Raum noch Zeit noch ein Ich. Auch lange gar kein Bewusstsein, da war einfach nichts. Und irgendwann ist aber so ein goldenes, keltisches Mandala entstanden. Und mit dem Entstehen ist auch gleichzeitig etwas entstanden, das das Ganze wahrnehmen kann. Und ich kann mich auch noch an so kaleidoskopartige Muster erinnern, die mich wie so hin und her gewogen haben. Wobei ich ja auch noch gar kein Ich war zu dem Zeitpunkt. Und ich war immer diese Frequenz oder alles war diese Frequenz und diese Muster.
Das war so ein... Wie soll ich es beschreiben? Das ist wirklich schwer in Worte zu fassen. Ja, es war einfach diese Frequenz und diese Muster. Und irgendwann bin ich in so einen Strudel gekommen aus verschiedenen Bildern. Da war mein Papa, ich denke, so muss er ausgesehen haben, als ich auf die Welt gekommen war. Er war jünger. Da war mein Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin. Ich habe einen Teil von der Kinderschaukel gesehen und dann noch so ein Ding, von dem ich immer wusste, ja, ich erkenne dich irgendwie gleich. Ich weiß gleich, was du bist, aber es war doch so unmöglich zu sagen, was es ist. Und diese Bilder habe ich immer wieder angeschaut. Es gab nur diese Bilder und irgendwie dieses Bewusstsein, das diese Bilder gerade anschaut und sich fragt, was bin ich? Warum ist es gerade so? Und was mache ich? Und was ist das? Ich habe nichts mehr verstanden. Und es, auch die Farben waren sehr, sehr grell. Und ja, es war sehr unangenehm. Jetzt im Nachhinein könnte ich mir erklären, dass ich vielleicht da schon mein Ego ein bisschen ins Bewusstsein zurückkämpfen wollte. Aber es war wirklich sehr unangenehm, weil es so, ich war so verwirrt und ich wusste nur, ich bin irgendwas, was diese Dinge gerade wahrnimmt und ich will eigentlich gar nicht mehr existieren, weil es so durcheinander war. Ich glaube, ich habe dann auch ab und zu schon wieder meine Augen aufgemacht und habe meinen Mann angeschaut und habe aber überhaupt nicht verstanden, was das jetzt ist, was ich gerade vor mir sehe. So dieses Konstrukt Mensch war mir völlig fremd. Ich habe dann auch einmal gerufen, Kevin! Und dann ist es mir aber sofort wieder entglitten und ich musste dann einfach fragen, was ist ein Kevin? Ich habe dann auch ganz oft gefragt, was bin ich? Wo bin ich? Und ich habe mich wohl auch immer wieder nach vorne und nach hinten geworfen. Und so hat sich es in meinem Kopf auch angefühlt oder in meinem Bewusstsein besser gesagt, dass sich diese Bilder immer hin und her gedreht haben und ganz haltlos. Aber dann kann ich mich auch an ganz wunderschöne Dimensionen erinnern. Ich kann mich erinnern, dass ich so ein strahlend helles Blau gesehen habe, wie an so einem richtig schönen Sommerhimmel. So richtig kräftig blau und da hat sich so ein Fraktalarm an mir vorbeigewunden und das Geräusch, das hat sich so aufgefächert, wie als würden ganz viele Blätter rascheln. Im Nachhinein glaube ich, dass ich da das Geräusch meines Ausatmens gehört habe. Und dann kann ich mich auch noch an so eine Dimension erinnern. Da war alles in so goldenen, rosa, auch so hellblauen Farben. Und da war jede Information gespeichert, einfach alles. Ich selber hatte da schon wieder irgendwie so eine ansatzweise menschliche Form, wobei ich aber eher ausgesehen habe wie so eine indische Gottheit, also ganz viele Arme und ich war auch ganz oft nebeneinander so aufgefächert und überall sind Fraktale draus gewachsen, also oben und unten gab es ja eh nicht. Es war alles gleichzeitig und es war unglaublich viel Information. Jede Zelle hat sich aufgespalten in goldene Geometrie und Mathematik und also pure Information. Aber das war nicht so ein Gefühl von, boah, ja, jetzt weiß ich alles, sondern eher so gefühlsneutral. Ich habe dann auch zu meiner Linken geschaut und dann habe ich meine vorherigen Leben aufgereiht gesehen. Ich habe dann immer wieder gesagt, ja, ich verstehe es. Das war so ein ganz, wie so ein ganz sanftes Gefühl. Es wurde mir alles gezeigt, aber von mir selbst auch irgendwie, weil es ja alles gleichzeitig war. Also ich war jeder Mensch, den ich gesehen habe und jeder Mensch war ich. Es ist wirklich schwer, in Worte zu fassen.
Und immer wenn ich gesprochen habe mit meinem Mann oder auch so zu mir selbst, ist jede Wahrheit und alles, was jemals gesagt wurde und gesagt wird, ist mit meiner Stimme mitgeschwungen. Und ich habe dann auch immer gesagt, oh, es ist so viel, es ist zu viel, weil es doch irgendwie durch diesen Filter vom menschlichen Bewusstsein ich habe schon irgendwie noch gespürt, dass ich an so einen menschlichen Körper angehaftet bin und für den war es einfach so wahnsinnig viel. Diese pure Information, das konnte ich kaum aushalten. Ich habe dann auch oft gesagt, oh, ich will ankommen und ich will wieder in die Materie. Und als ich das Wort Materie ausgesprochen habe und es eh am Ende so geschwungen hat, habe ich mich mit dieser Vibration wieder nach hinten fallen lassen und habe mich aufgelöst in diese Frequenz und wieder in diese geometrischen Muster. Und für mich war das einfach sehr erschreckend, weil ich so eine Erfahrung noch nie hatte. Und ich glaube, ich konnte einfach wenig loslassen. Ich habe dann auch immer wieder gesagt, Kevin, ordne mich. Ich wollte einfach wissen, was ich jetzt bin und wo ich bin und wieso überhaupt. Bis mir dann eine Freundin gesagt hat, hey, du hast DMT geraucht. Und das hat mir dann geholfen. Ich dachte, okay, ich habe DMT geraucht. Ich konnte zwar noch überhaupt nicht einordnen, was das ist und was da überhaupt gerade passiert ist und wieso ich das gemacht habe. Aber es hat mir irgendwie geholfen. Und sie hat dann auch zu mir gesagt, hey, das ist Bewusstsein. Und jetzt schau dich doch mal um. Und das hat mich dann so neugierig gemacht. Und auf einmal habe ich mich umgeschaut. Und ich war dann schon wieder in meinem Körper. Ich habe auch Kevin und meine Freundin gesehen, wie sie mich gehalten haben. Und ich habe mich umgeschaut. Und es war wirklich so wunderschön. Ich war wie in so einer blauen Avatar-Welt, wie in dem Film Avatar. Ich habe in den Gesichtern so Energielinien laufen sehen und auch um jede Zelle war wie so ein fünfeckiger Schein oder so ein Hologramm, wo ich auch jede Information rausholen konnte. Und die Bäume und alle Pflanzen, die haben auch wie so weiße Punkte und Linien gehabt. Es war ja eigentlich sehr dunkel, aber ich konnte alles sehen. Und wie die beiden mich so gehalten haben, die kamen mir vor wie meine Geburtshelfer. Denn ich habe mich wirklich gefühlt, als würde ich gerade in dem Moment erst geboren worden sein. Es hätte gut möglich sein können, dass einfach in diesem Moment gerade erst alles entstanden ist und vorher einfach nicht so. So hat sich das für mich angefühlt. Und ich bin aber dann immer mehr wieder auf die Erde gekommen. Ich habe dann auch immer gefragt, okay, bin ich auf der Erde? Bin ich ein Mensch? Ich habe dann meine Hand angeschaut und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, ich habe einen Körper, wie komisch. Und es gibt sowas wie Knie. Ich habe dann ein Knie von jemandem gesehen und dachte, das ist total komisch, dass es sowas gibt. Und ich habe gemerkt, von Minute zu Minute, wo ich wieder zurückkomme, kommt ein Filter mehr dazu. Und ich verliere mehr von diesem ganzheitlichen Blick, wo ich einfach alle Informationen sehe. Es hat dann auch noch eine Weile gedauert, bis ich wieder wirklich angekommen war. Ich glaube, insgesamt ging die Reise von Anfang bis Ende 30 bis 40 Minuten, wobei es auch noch echt Tage gebraucht hat, um das ganze Erlebte wieder einzuordnen. Ich habe mich danach immer wieder gefragt, was ist überhaupt Bewusstsein? Warum bin ich? Ich meine, ich habe mich das vorher schon gefragt, aber jetzt hat es ganz, ganz neue Dimensionen
angenommen, so starke, dass mir wirklich schwindelig wird, wenn ich drüber nachdenke. Beim Ankommen wollte ich dann auch noch ganz lange gehalten werden, weil ich immer wieder Angst hatte, dass ich mich wieder in dieser Frequenz auflöse, weil ich mir wirklich nicht sicher war, dass ich den Weg wieder zurückfinde, weil es einfach so eine intensive Auflösung war, dass ich mir nie hätte vorstellen können. Ich wollte dann auch unbedingt eine Zigarette rauchen. Ich hatte so das Gefühl, das hilft mir ein bisschen anzukommen. Mir wurde auch Essen angeboten, aber das war mir noch total fremd. Damit konnte ich gar nichts anfangen und es ging auch noch die Tage danach so, dass ich wenig essen wollte. Wie als müsste ich mich wieder erst mit der Materie vertraut machen. Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe meine Freundin habe ich im Gesicht angefasst, an der Backe, und das war, als würde ich zum ersten Mal Materie fühlen, und es hat sich so überwältigend schön angefühlt. Und auch in ihr Gesicht zu schauen, das aber gleichzeitig mein Gesicht war. Und diese Energielinien, die da überall drüber laufen, das war wirklich überwältigend. Ich bin dann noch eine Weile ziemlich erschöpft dagelegen und dann habe ich irgendwann hochgeschaut in den Sternenhimmel und es sah so aus, als wäre der zerrissen gewesen und würde gerade wieder zusammenwachsen. Und dahinter, man hat noch so in den Rissen gesehen, dass dahinter so pures weißes Licht war. Es sah ein bisschen so aus, wie wenn man mit einem Computerprogramm die Synapsen im Gehirn darstellt. Es hat sich dann irgendwie so angefühlt, als hätte es für mich einfach kurz die Materie zerrissen und als hätte ich dahinter geblickt und wäre wieder angekommen. Die ersten 3 Nächte waren dann auch nochmal wie so ein Flashback. Jedes Mal, wenn ich eingeschlafen bin, war ich wieder in dieser Auflösung. Und was bemerkenswert war, ist, dass ich in den ersten 3 Nächten jede Nacht irgendwas geträumt habe, was dann am nächsten Tag auch wirklich passiert ist. Das fand ich auch sehr erstaunlich. Also unterm Strich war es eine erschreckende Erfahrung, aber faszinierend. Und es hat mich auf jeden Fall neugierig auf mehr gemacht. Ich sitze auf meiner Decke auf einer Lichtung. Neben mir sind Bäume und ein rauschender Bach und 2 Mitreißende. Ich bekomme die Bong in die Hand und nehme einen tiefen Zug. Versuche den Rauch so lange inzuhalten, wie es geht. Schon während dem Ausatmen merke ich, dass mein Körper unglaublich schwer wird. Und bevor mein Körper den Boden berührt, habe ich die heftigsten Halluzinationen, die ich bis dahin hatte. Ich habe in den Himmel geguckt und konnte die Baumwipfel sehen. Und alles schien sich aufzulösen und zu drehen. Nach ein paar Sekunden konnte ich es nicht mehr aushalten und habe die Augen zugemacht. Aber auch bei geschlossenen Augen hatte ich so heftige visuelle Veränderungen, dass es kaum auszuhalten war. Mein Körper wurde immer schwerer und tauber, bis ich ihn nicht mehr gespürt habe. Und mein Atem schien schwer zu gehen. Und mein Ego klammerte sich an das Atmen und eine erste Welle von Panik kam hoch. Aber durch meine Erfahrung konnte ich das unterdrücken oder wegatmen. Bis zu dem Punkt, dass ich gemerkt habe, dass der Widerstand immer größer geworden ist. Also zwischen Atmen und wohin mich der Rausch oder die Wirkung eigentlich ziehen will. Währenddessen sind meine Visionen immer heller und lichter geworden. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss jetzt einfach loslassen und habe dann den Atem losgelassen oder wie angehalten, ich kann es nicht genau beschreiben. Und in dem Moment hat so ein Summen angefangen. Und meine Visionen sind auf einmal ganz deutlich geworden. Ich war wie in einem Maschinenwürfel drin, ein mehrseitiger Maschinenwürfel und konnte nach außen gucken, durch die Seiten in unendliche Räume, auch voll von Maschinen. Und um mich rum tanzten kleine Wesen.
Ich dachte erst, es wären meine Mitreißenden um mich rum, die ich irgendwie wahrnehme, aber es waren eigenständige Wesen. Und die tanzten um mich herum und spielten und jedes Einzelne versuchte, seine Aufmerksamkeit, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und sie sagten immer, hier, ich bin hier und guck auf mich, guck auf mich. Das hat mich sofort an meine eigenen Kinder erinnert. Und ja, ich habe gemerkt, ich habe mich so wohl gefühlt in diesem Zustand, so befreit. Mein Atem ging automatisch. Das war wie so ein, ganz im Hintergrund habe ich ab und zu Luft geholt, so ganz, ganz flach und ganz leicht. Aber und es lief automatisch, da habe ich mir keine Sorgen mehr gemacht. Zu dem Zeitpunkt war mein Ego auch gar nicht mehr wirklich da. Also wie nur noch so ein dünner Faden. Und ich hatte das Gefühl, dass ich ganz weit oben war, über meinem Körper. Und die Elfen haben irgendwann auf mich auf einen Lichtstrahl aufmerksam gemacht. Ein goldenes, helles, gelbes Licht, also viel, viel heller und viel intensiver als jede Farbe oder jedes Licht, was ich jemals davor gesehen habe. Und dieser Lichtweg ging in Richtung eines der Würfelseiten, eines der Portale, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und sie sagten so, hier, geht da lang, das ist der Weg. Und jedes Mal, wenn ich wieder mehr in die Richtung gegangen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich löse mich auf und es war so ein Hineinfallen in das Licht. Und ich war schon bereit, ich habe losgelassen, ich habe gesagt, nimmt mich mit. Ich freue mich ganz arg, nimmt mich mit. Ich habe das jetzt nicht so gedacht, das war eher so eine innere Gewissheit, als wäre nur noch der innerste Kern meines Selbst übrig gewesen. Aber dann ließ die Wirkung so langsam nach. Und ja, ich kam dann zurück. Also diese Halluzination, die kam immer wieder in Schüben und ich bin immer wieder so ganz leicht reingekommen. Dadurch, dass wir auch einen Mao-Hemmer mitgeraucht haben. Und es hat sich ausgedehnt, aber ich bin nicht mehr so tief reingekommen, immer nur so ein bisschen wieder und zurück und zurück. Und als ich dann wieder da war und mich aufgesetzt habe, so ungefähr nach einer halben Stunde, da war ich erstmal richtig traurig. Weil ich dachte mir, ich habe doch schon losgelassen, ich wollte doch schon weg und diese Erde kam mir auf einmal so, ja, so traurig und so trostlos vor. Vor allem auch, weil kurz bevor ich mich aufgesetzt habe, habe ich nach oben geguckt und da ist so ein kleines Mutterflugzeug über mich drüber geflogen und ich dachte nur, ach, was für ein Scheiß, diese Welt, wie viel Müll da produziert, wie viel Unwichtiges. Ich meine, diese Lichtwelt, in der ich da war, die war unendlich groß mit unendlich vielen Dingen und Wesenheiten gefühlt, aber trotzdem hatte alles irgendwie seine eigene Relevanz. Und hier auf der Erde fühlt sich so an, als wären so viele Dinge einfach Schlacke und Müll und Nebenprodukte. Aber gut, vielleicht hat da auch alles seinen Sinn. Ja, und ich glaube, dass ich einfach meine eigene Geburt da wiederholt habe oder wiedererleben durfte. Ich hatte auch eine sehr schwere Geburt und bin dabei fast gestorben wie meine Mutter und ich könnte mir das vorstellen, dass ich auch schon im Mutterleib als Seele, dass ich auch schon losgelassen hatte. Ich meine, die Geburt ging über 70 Stunden und da hat meine Seele bestimmt auch schon losgelassen und sich hingegeben und dann war ich bestimmt genauso überrascht, dass ich auf einmal trotzdem in die Welt gekommen bin, obwohl alles irgendwie so aussah, als könnte mich die Lichtwelt oder das Jenseits schon wieder zurückrufen. Ja, also alles in allem bin ich eigentlich dankbar dafür, dass ich das nochmal so wiedererleben durfte, weil wer kommt schon so an seine Geburtserfahrung ran? Und ja, was daraus jetzt wird, muss man einfach abwarten. Und ich hoffe, ich kann da viel mitnehmen und integrieren und ja, ich freue mich auf meine nächste Reise. Ja, grüß dich Flo. Ich melde mich, weil ich gerne meinen DMT-Erfahrungsbericht mit dir teilen möchte, falls du Verwendung für ihn hast. Ich habe DMT jetzt auch schon mehrmals probiert. Ist zwar schon eine Weile her, aber es waren locker 5, 6 Mal. Aber eine Erfahrung stach besonders heraus. Das war auch, glaube ich, die letzte. Und ja, weil sie mit Abstand die stärkste war. Und die, ja, ich fange einfach mal an. Also ich habe die DMT-Kristalle in die Bong gepackt als Changa, also ein Mix aus den Kristallen und verschiedene Kräuter, Passionsblume, Königskerze, Minze habe ich, glaube ich, gewählt. Habe dazu noch eine Neobeat-Session laufen lassen, falls dir Neobeats was sagt. Das ist ja, Musik, die laut den die Frequenz des DMTs in Musik übersetzt und ja, den Trip verstärken soll.
Und ja, habe mich auf die Couch gesetzt, habe ein paar tiefe Atemzüge genommen, habe versucht, meinen Geist zu reinigen und habe dann ja mal drauf losgeraucht. Und ja, es kam dann wie immer dieser orange-roter Mandala-Tunnel, mit dem man mit gefühlter Lichtgeschwindigkeit durchschießt und in dieses, ja, in dieses andere Reich eindringt. Also das nicht definitiv nicht in der physischen Welt liegen kann, weil man die Augen geschlossen hat und trotzdem alles glasklar sehen kann. Und das ist dann quasi ein dreidimensionaler Raum, der flüssig ist und ständig in Bewegung ist, in Schwingung. Also es sind permanente Sinuskurven überall oder komplexere geometrische Muster. Und oft hat es einen rot-gelben Ton gehabt, manchmal aber auch violett, weißlich, je nachdem. Das hat sich von Trip zu Trip unterschieden. Aber jedenfalls hat die Musik diesen Trip besonders verstärkt. Also ich war sehr, sehr im Film, würde man sagen. Ich habe dann auch kurzzeitig die Augen aufgemacht und musste auch feststellen, dass meine ganze visuelle Sicht war verschwommen und extrem, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Es sah sehr gezeichnet und sehr verwaschen aus. Hatte auch ein bisschen was Comicartiges zwischendurch, also dieses leicht schwarz gepunktete, falls du weißt, was ich meine. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Und als ich dann die Augen zugemacht habe, habe ich ja, witzigerweise gemeint, dass ich spüren kann, wie reptilische Wesen versucht haben, mit mir zu kommunizieren. Ich habe sie ja so quasi an mir vorbeihuschen gesehen, konnte sie aber nie direkt betrachten oder ja, da irgendwas greifen. Ich habe dann aber instinktiv, weil ich auch durch die Sachen, die ich halt gesehen habe und die einen in dieser Welt erwarten können, bin ich instinktiv in die Schutzhaltung gegangen. Ich weiß auch bis heute nicht, ob diese Wesen mir feindlich gesinnt waren, aber das habe ich halt instinktiv gemacht und habe ihnen gesagt, dass sie mich bitte in Ruhe lassen sollen und ich mit ihnen nichts zu tun haben möchte. Und ja, es ging dann ein bisschen in Verzweiflung über, also keine richtige, aber der Ansatz, wo man anfängt, sich Sorgen zu machen, weil das halt quasi doppelt so stark war wie alle Erfahrungen, die ich davor hatte und das so auch noch nicht kannte und so eine starke Erfahrung generell noch nie in meinem Leben gemacht habe mit Psychedelika. Und als ich dann, ja, dann bin ich zum Fenster gegangen, habe es aufgemacht, um ein bisschen frische Luft zu schnappen und als ich rausgeschaut habe, sah es aus wie in einem Science-Fiction-Film. Also der Himmel war von rot-rötlichen Schleierlichtern durchzogen. Ich habe einen krassen Nebel wahrgenommen, der die Welt umhüllt hat, obwohl meine Freundin mir da bestätigt hat, dass es nicht neblig ist. Und ich habe meine auch gesehen zu haben, wie, ich will nicht sagen Raumschiffe, aber fliegende Objekte im Himmel waren und quasi überall um uns herum zu sehen waren. Also ja, vielleicht könnte man es auch als Satelliten beschreiben, damit man sich einfach ein bisschen was darunter vorstellen kann. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr intensive Erfahrung, die mich auch sehr Respekt vor dieser Substanz gelehrt hat. Es ist de definitiv aber eine große Erfahrung wert, weil wenn man sieht, dass etwas auch außerhalb des Physischen existieren kann und das auch so klar sieht und nicht wie bei Pilzen, die das Physische verändern, sondern es wird ja etwas, eine komplett neue Welt erschaffen. Das ist ein einzigartiges Gefühl, das mir so auch keine Substanz geben konnte bisher und ja, es verändert den Blick auf das Leben nochmal deutlich. Was alles? Ja, ich glaube, das war es, weil als ich dann an der frischen Luft war, hat es auch angefangen, wieder abzukühlen. Nach dem DMT-Trip ist man sowieso sehr schnell wieder bei klarem Verstand. Also der Übergang ist da fließend und sehr schnell. Jedoch sind die Sachen, die ich da erzählt habe, mir sehr stark im Gedächtnis hängen geblieben und haben mich noch lange Zeit beschäftigt. Und ich hoffe, ein Erfahrungsbericht kann dir in irgendeiner Weise weiterhelfen. Dankeschön. Noch eine kurze Anmerkung zu einem anderen Trip, den ich mal mit DMT hatte, nämlich der erste. Da ist nämlich noch besonders hängen geblieben, dass ich, nachdem ich runtergekommen bin und an die Decke geschaut habe, dass ich dort eine Wesenheit wahrgenommen habe. Ich konnte zu dem Zeitpunkt sowieso Strahlen gewissermaßen sehen, also auch die vom Fernseher.
Und ich habe auch gesehen, wie diese Wesenheit auf mich heruntergestrahlt hat und mich angeschaut hat. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, das wäre vielleicht Gott oder ein Engel oder irgendwas Ähnliches. Ich weiß es auch nicht, was es war, aber ich habe in diesem Moment ein starkes Wohlbefinden und ja, eine Wärme und Geborgenheit gespürt. Es war also ein sehr positiver Moment und es hat mein Leben auch sehr verändert, weil es für mich in diesem Moment gezeigt hat, dass es dort etwas gibt, was immer bei mir ist und irgendwie über mich wacht. Ich kann nicht rational erklären, warum, aber das war einfach das, was ich in diesem Moment in tiefstem Herzen gespürt habe. Und ich glaube auch immer noch, dass es bei mir ist und irgendwie noch über mich wachen wird. Genau, also bevor alles noch länger wird. Das wäre es noch dazu. Hier noch ein weiterer Bericht, der mir als Text zugesandt wurde, den ich jetzt vorlese. Am frühen Nachmittag sitze ich auf der Wiese in der Sonne. Über mir die Bäume, neben mir ein Bach. Ich ziehe, so kräftig ich kann, an der Bong und behalte den Rauch, solange es geht, in meiner Lunge. Irgendwann aber kann ich ihn nicht mehr halten, entlasse ihn mit einem tiefen Ausatmen. Bereits in diesem Augenblick spüre ich, dass ich die Kontrolle über meinen Körper verliere. Mein Oberkörper sackt in sich zusammen und mir bleibt nichts, als mich nach hinten fallen zu lassen. Das Letzte, was ich sehe, ist der blaue Himmel. Mir fallen die Augen zu. Ein sich bewegender Raum entsteht vor meinem inneren Auge. Er ist gefüllt mit Farben, die in der Alltagswelt nicht zu beschreiben sind. Ich sehe Formen, so leuchtend und strahlend. Es bilden sich bizarre Muster. Dann tauchen weiße Bälle auf denen Buchstaben stehen. Sie bilden weder normale Worte, noch sind sie in der Reihenfolge des Alphabets angeordnet. Sind das chemische Zeichen? Ich kann nicht darüber nachdenken, denn es geht alles viel zu schnell. Ich verliere meinen Verstand. Alles ist Liebe, ist mein letzter greifbarer Gedanke. War das so eine Art Parole? Ich spüre, wie sich Gesichter über mich beugen. Weder kann ich sie sehen noch hören. Ich spüre nur, dass ich nicht alleine hier bin. Ich liege in einem unglaublich hellen, kühlen Raum. Diese Gestalten scheinen mich am Schlawittchen zu packen und in einen anderen Raum zu ziehen. Dagegen bin ich völlig machtlos. Der Raum ist etwas dunkler und sie wollen unbedingt, dass ich dort bleibe, aber meine Neugier ist erwacht und mich treibt es hinaus ins Helle, wenn auch Unbekannte. Ich habe so viele Fragen, die sie mir in diesem Raum nicht beantworten werden. Dieser Raum fühlt sich an wie eine Wartehalle, aber ich habe keine Zeit, denn ein DMT-Trip ist meist nur ein kurzer. So schaffe ich mir einen neuen Raum. Einer meiner Begleiter weicht mir nicht von der Seite. Die anderen, ich würde sagen, es waren drei, sind geblieben, wo sie waren. Aber dieser eine beantwortet mir alle meine Fragen. Sieht ein Christ einen weißen alten Mann mit Rauschebart? Und sieht ein Buddhist Buddha in diesem Zustand? Ich will wissen, ob es an unserer Konditionierung liegt, was wir in einem Rauschzustand erleben, oder ob es etwas gibt, das jenseits sämtlicher antrainierter Muster existiert. Meine Fragen werden erstmal nicht beantwortet, sondern in einem ironischen Tonfall wiederholt. Dabei höre ich auch die beiden anderen Wesen im Hintergrund. Es setzt ein Gekicher ein, und ich bin verwirrt. Ich hatte eine ernsthafte Frage gestellt. So witzig war die doch gar nicht. Dann kommt die Antwort von meinem Begleiter und seinen Gefährten im Hintergrund. Das bist doch alles du! Ich stelle noch mehr Fragen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, aber die Antwort ist immer dasselbe. Das bist doch alles du! Dann stellt mein Begleiter mir eine Frage. Ist das dein Ernst, dass du uns so einen unwichtigen Quatsch fragst? Und im nächsten Augenblick schießt ein Informationsstrom in mich hinein, dass ich nach kürzester Zeit aufgebe, jeder einzelnen Information Aufmerksamkeit zu schenken. Die Geschwindigkeit ist zu viel für mich und so lasse ich es einfach in mich hineinströmen und achte nicht weiter drauf. Die Flut scheint kein Ende nehmen zu wollen. Langsam muss ich wohl meine Augen geöffnet haben, denn ich sehe eine Matrix. Sie sieht aus wie ein bewegliches Netz. Die Wolken bewegen sich mechanisch. Sie tun es mit jeder Bewegung meiner Augen. Die Bäume scheinen aus Lego gebaut. Sie sind eckig und kantig. Etwas liegt neben mir. Was ist das? Ich weiß, dass, wenn ich jetzt meinen Kopf drehe, ich eine grüne Gestalt neben mir liegen sehe. Das gefällt mir nicht. Ein Busch, der vis-à-vis steht, schaut mich plötzlich an. Er steht dort in Gestalt eines Wesens, das aussieht wie ein Waldgeist. In diesem Moment ist er es auch. Das gefällt mir genauso wenig.
Wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Vorsichtshalber schaue ich an Ihnen vorbei. Auf die Idee, mit Ihnen in Kontakt zu treten, komme ich nicht, denn ein Ich ist in diesem Moment gar nicht da. Alles, was fühlen kann, fühlt Angst. Okay, Augen zu und durch. Der Informationsfluss ist immer noch im Gange. Ich will ihn auch gar nicht bremsen, wenn ich auch nicht weiß, wie ich den jemals nachvollziehen soll. Um ihm die Zeit aber zu geben, schaffe ich eine imaginäre Falltür im Boden und springe zwischen 2 Minuten. Nun habe ich auch genügend Zeit, etwas zu experimentieren. Wieder mit offenen Augen ziehe ich eine Wolke am Himmel in mehrere Teile. Das war leicht. Eigentlich ist mir aber gar nicht nach diesen Spielereien. Ich will wissen, was es mit der Magie auf sich hat. Kann man Dinge tatsächlich gegen den Lauf der Natur verändern? Ich habe es gerade getan. Man zahlt einen Preis dafür, ist die Antwort meines Begleiters. Welchen, will ich wissen. Der höchste Preis ist der, dabei ertappt zu werden. Ich lasse das einfach mal so stehen und frage weiter. Doch während ich das tue, bemerke ich, dass sich eigentlich meine linke und rechte Gehirnhälfte miteinander unterhalten. Und dabei habe ich nicht mal einen Körper. Ich bin fasziniert. Auch das Rauschen des Baches kommt aus mir. Die Bäume, die Sträucher und die Wiese, das bin auch alles ich. Die Menschen, die etwa 100 Meter von mir entfernt sind, das bin auch alles ich. Sie repräsentieren sehr unterschiedliche Aspekte von mir. Ich feiere gerade jeden einzelnen von ihnen und fühle mich noch stärker mit ihnen verbunden als normalerweise. Ich kann sie sogar reden hören. Ich fühle, was sie fühlen. Wow. Ob ich versuchen sollte, einen Brummton zu erzeugen? Zwar habe ich keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber plötzlich tönt es und der Hall zieht durch mich durch nach hinten und entschwindet über meinen Hinterkopf. Etwas fliegt durch mein Sichtfeld. Ist es eine Fliege? Keine Ahnung, aber dieses kleine Tier schaut mich an und lässt mich wissen, dass es nur für mich gerade hier lang fliegt. Ohne Worte danke ich ihm. Ein anderes kleines Tier krabbelt über meinen Arm. Es ist nur hier, um mich wissen zu lassen, dass ich so etwas wie einen Arm habe. So kommt mein Körper langsam wieder zurück und der Strom reißt noch immer nicht ab. Ich setze mich auf und beginne mit den Wesen, die Wissen in mich schütten wie Wasser ins Meer, zu reden. Seid ihr fertig oder kommt da noch was? Sie lachen und machen einfach weiter. Du weißt, wie du uns findest. Wir sind immer da. Du kannst jederzeit wiederkommen. Wir warten auf dich. Wie finde ich euch denn? Muss ich dazu jedes Mal DMT nehmen? Du findest uns in allem, was du anschaust. Das Erste, was ich sehe, sind meine beiden Trip-Sitter. Einer ist mir so vertraut und liebenswert. Als ich den anderen anschaue, bin ich überwältigt. Ich sehe die innere Schönheit, die Weisheit. Wir kennen uns schon vom Anbeginn der Zeit. Ich sehe einen uralten und unglaublich frischen Menschen vor mir. Ein letztes Mal frage ich, kommt da noch was? Dann lasst es jetzt raus. Ich muss nämlich gehen. Dann verebbt der Strom an Informationen, wird leiser und immer leiser. Langsam lande ich wieder in dieser Welt und bin zutiefst dankbar für diese großartige Erfahrung und für die Substanz, die das alles möglich macht. So phänomenal dieser Trip auch war, die kommenden 4 bis 5 Tage waren nicht viel weniger spektakulär. Meine auditive Wahrnehmung hatte sich in dieser Zeit völlig verändert. Ich konnte anhand des Geräusches einer laufenden Maschine heraushören, an welcher Stelle sie defekt war. Ich konnte die Zeit selbst ziehen wie einen Kaugummi. So konnte ich Geschehnisse sehen, die erst später stattfanden. Das war am Anfang sehr verwirrend, weil manchmal mehrere Minuten zwischen dem Sehen und dem Geschehen lagen. Als ich verstanden hatte, was da gerade passiert, spielte ich damit und konnte das, was wir unter Zeit verstehen, endlos weit dehnen. In diesem Zustand konnte ich anfangs über Generationen, dann über ganze Kulturen hinweg sehen. Auch sah ich, dass unsere mechanische Vorstellung von Zeit eine vollkommen irrwitzige ist. Eigentlich ist es fast, als würden wir durchsichtige Blätter übereinander legen und dann hindurchschauen. Sie sind alle zur selben Zeit da und wir könnten alle auf einmal sehen, wenn wir uns nicht so sehr von einzelnen Bildern angezogen fühlen würden. Dann versuchte ich, spielerisch der Frage auf den Grund zu gehen, was die so oft besprochenen dunklen Kräfte im Schilde führen. Diese Antwort hat mich überwältigt, wenn auch nicht auf angenehme Weise. Ich
sah nicht nur die Gehirnwäsche, der wir täglich ausgesetzt sind. Ich sah, dass diese Kräfte unsere gesamte Wahrnehmung der Realität verändern wollen. Alles, was aussah wie ein riesiges Disneyland, war in Wahrheit wie Pappmaché. Es war kalt und herzlos und zog viele Menschen in immer willenlosere Zustände. Allerdings, und diese Frage musste ich mir unbedingt beantworten, kann jeder, der mit dem Herzen sieht, den schönen Schein durchschauen. Überwältigt hat mich vor allem das Ausmaß. Meine Annahme wäre über das, was wir unsere Welt nennen, nicht hinausgegangen, aber die Manipulation geht weit darüber hinaus und reicht bis in die Erschaffung anderer Welten. Auch habe ich auf diese Weise erfahren, dass es tatsächlich so etwas wie eine Zusammenarbeit zwischen anderen Gestalten und Menschen in unserer Welt gibt. Das hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt eher skeptisch gesehen. Zwar hatte es zwischen mir und diesen Wesen in der Anderswelt auch eine Begegnung gegeben, aber was sich vor mir auftat, war eine militärische und eine strukturierte Arbeit. Sollten das wirklich dieselben Wesen sein, die einerseits so lustig und hilfsbereit waren? Gaben sie sich andererseits für die Weiterentwicklung eines so menschenverachtenden Systems her? Ja, es waren dieselben. Was ein Mensch allerdings mit diesen Informationen macht, bleibt sein eigenes Problem. Zwar habe ich diese Wesen nur gefühlt und nicht gesehen, wenn ich sie aber malen würde, würde ich ihnen eine große, dürre Gestalt geben mit langgezogenen Armen und Beinen. Die Augen würde ich am Kopf sehr weit oben verorten und weit auseinanderliegend. Malen würde ich sie in blauen Farben. Ich fand sie sehr humorvoll und weise und hätte vorher nie gedacht, dass mir so etwas mal passieren würde. Der zweite Trip fand 10 Monate später unter ähnlichen Bedingungen statt. Es war diesmal später Nachmittag, im Hintergrund lief leise psychedelische Musik. Der erste Zug an der Bon bringt nicht die gewünschte Reisegeschwindigkeit, also ziehe ich ein zweites Mal und lege mich entspannt auf den Rücken. Der Himmel ist blauer als blau und ich schließe meine Augen. Ich befinde mich in einem Kaleidoskop aus Mustern und Farben, die von einem gelblich-orange über rot bis fast braun verlaufen. Ich hatte mich darauf eingestellt, wieder durch Räume geschleudert zu werden, aber nichts davon geschieht. Ich bin bereits in diesem hellen, sehr klaren und kühlen Raum, der am Ende nur noch blau kennt, dazwischen aber kleine Fäden im Rhythmus der Musik tanzen lässt. Was wollte ich hier nochmal? Ich war doch eben schon mal hier. Zu meiner Linken höre ich ein ohrenbetäubendes Donnern. Etwas huscht auf 4 Beinen an mir vorbei. Der Boden vibriert. Es könnte ein Pferd sein. Es klingt aber anders. Ich spüre seine wilde Natur. Wow! Da ist das Geräusch schon wieder. Ich schwanke zwischen Angst und Faszination. Könnte ich nur meinen Verstand völlig ausschalten? Diese Wildheit, sie lebt sich durchs Laufen aus. Dieses Wesen, was immer es auch ist, will nur laufen. Was soll mir das sagen? Die Antwort darauf bleibt aus, denn schon trägt mich wieder die einschmeichelnde Stimme rhythmisch in diesen hellen Raum. Ich bin von der Musik umhüllt, schließe meine Augen. Dann tanzt das Kaleidoskop und agiert jeden einzelnen Ton mittels der Formen und Farben aus. Ich verliere mich in dem Gesang. Ob ich tanzen sollte? Innerlich tue ich das und bewege damit das Kaleidoskop. Atme ich eigentlich noch? Ein tiefer Atemzug und ich habe das Gefühl, den ganzen Wald eingeatmet zu haben. Beim Ausatmen entlasse ich ihn wieder. Was wollte ich hier nochmal? Auf unangenehme Weise meldet sich mein Körper zurück. Er friert. Wenn ich mich jetzt nicht hinsetze, dann hört das Zittern nicht auf. Langsam versuche ich, mich aufzusetzen, werfe meine Decke über die Schultern und lasse mich wieder treiben vom Klang der Musik. Zu meiner Rechten sitzt mein Tripsitter. Er ist nicht von dieser Welt. Er muss einer von diesen Wesen sein, nur hat er sich in dieser Welt als Mensch verkleidet. Einmal nur dreht er sich zu mir, schaut mich an und zwinkert mir zu. Dann verliert sich sein Blick wieder in der Weite des Raumes. Ich sehe ihn klarer als klar. Hinter ihm kommt eine Weile gar nichts und irgendwo ganz weit hinten ist der Wald. Mein Tripsitter sieht aus wie eine Comicfigur. Ich fühle mich ihm so verbunden, als hätte ich ihn selbst in diese Welt gemalt. Aber habe ich das nicht auch? Ich schaue zu meiner Linken und betrachte die majestätischen Bäume. Sie tanzen im Rhythmus der Musik.
Und plötzlich sehe ich, dass diese tanzenden Bäume, sowohl Nadel- als auch Laubbäume, ein großer Baum sind. Und das Wort Baum ist viel zu klein, um zu beschreiben, was es wirklich ist. Es ist, als würde der kleine Finger mit dem Daumen tanzen, dennoch ist es eine Hand. All diese Bäume sind ein riesiges Wesen. Es strahlt Kraft und Schutz aus. Und das bin alles ich. Es ist nicht dieses kleine Menschen-Ich, es ist das, was alles ist. Wie kann ich das, was ich hier erlebe, in die Alltagswelt hinüberretten? Die Antwort kommt auf die Stelle. Sobald ich spüren kann, dass jedes Geräusch nicht von außen, sondern aus mir selbst kommt, ist der erste Schritt getan. Das nenne ich mal eine handfeste Hilfe und meine Dankbarkeit dafür kennt keine Worte. Ein paar Mal noch gelingt es mir, mich an meinem Verstand vorbeizuschleichen und mich wieder in den Fluss der Reise fallen zu lassen. Dann lande ich sacht wieder auf der Erde und bedanke mich aus meinem tiefsten Innern. Das wilde Tier, das ich während des Trips gehört und gespürt habe, war ein großer Hund, der uns allen bekannt war und nur mal nach dem Rechten schauen wollte an unserem Reiselager. Wie gesagt, lagen zwischen den beiden Trips in etwa 10 Monate. Dennoch kam es mir beim zweiten so vor, als hätte ich nur mal kurz meine Augen geschlossen, um dort weiterzumachen, wo ich soeben aufgehört hatte. DMT ist eine mächtige Substanz und ich sage Danke dafür, dass es sie gibt. Ich erzähle von den Geburten meiner 2 Kinder und wie eine psychedelische Reise, die zwischen diesen beiden Geburten lag, mir geholfen hat, diese Geburten als ganz wunderbar zu betrachten und auch erlebt zu haben. Bei meinem ersten Kind war ich sehr jung, 21 Jahre alt, mit dem Vater des Kindes auch nicht zusammen. Und damit ich in den entscheidenden Stunden nicht alleine bin, bin ich kurz vor der Geburt, ein paar Wochen vorher, zu meinen Eltern gezogen. Und das war auch eine gute Entscheidung. Ich bin dann irgendwann mitten in der Nacht wach geworden. Vielleicht war es so 3, 2, 3, 4 Uhr. Ich weiß das nicht mehr so genau. Mit wehen. Und dann fand ich das alles ganz wunderbar. Ich war wie in einem tänzerischen Traum. Ich habe mich gepflegt, ich habe noch was gegessen, ich habe tatsächlich mit meinem Babybauch und den Wehen getanzt und mich gewiegt, mein Baby gewiegt. Und es waren schöne Stunden, ganz mit mir allein, es war ganz still im Haus. Gegen 6 Uhr morgens sind meine Eltern dann aufgestanden und helle Aufregung. Oh, um Gottes Willen, wir müssen ins Krankenhaus. Wie oft hast du Wehen? Alle 4 Minuten. Ja, bis dahin war ich aber ganz locker. Und alles war wunderschön. Jo, wir sind dann also ins Krankenhaus gefahren. Und da kam dann ein brutales Erwachen. Ich bin dann in diese Maschinerie geraten. Und es hat auch nur noch 3 Stunden gedauert, bis mein Kind auf der Welt war. Also, ich glaube, jede Frau, und ich war ja noch sehr jung, die nicht so viel Vertrauen oder Träumerisches gehabt hätte, die wäre längst im Krankenhaus gewesen. Also die Regel ist anders, ne? Also bei alle 4 Minuten, da ist aber eigentlich schon Holland in Not. Naja, bei mir war es nicht so, aber meine Eltern und der ganze Krankenhausbetrieb, die haben das dann natürlich übernommen. Und ich kann das wirklich nur als brutales Erwachen beschreiben. Es ging alles ganz schnell. Nach der ersten Untersuchung ist die Fruchtblase geplatzt. Ich weiß nicht, ob es die Hebamme nicht auch extra gemacht hat. Und jede Frau, die das mal erlebt hat, die weiß, das sind dann harte Wehen, wenn das Kind trocken liegt. Und ich habe dann angefangen, mich zu sperren, weil das Schöne war plötzlich vorbei. Also alles war kalt und medizinisch und also so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ich mir überhaupt irgendwas vorgestellt hatte. Ich bekam dann eine sogenannte Kristeller-Hilfe. Das heißt, ein Arzt und eine Hebamme, die legen unterhalb der Brust und direkt auf den Magen ihre beiden Arme zusammen, halten sich ganz doll fest und drücken das Baby praktisch raus. Da denkt jede Frau, sie muss jetzt sterben. Und das ist entsetzlich. Also ich kann das wirklich nur als brutal bezeichnen und es hat mich vollkommen überrollt. Also da war nichts Schönes dabei. Es war nur Schmerz und Angst und Wehren dagegen. Und naja, mein Baby war dann auf der Welt und
Ich glaube, ich habe dabei ganz viel Vertrauen verloren in eigene Kräfte und auch in eigene Entscheidungen. Okay, das zur Vorgeschichte. 10 Jahre später lerne ich also den Siegfried Potthoff kennen und habe bei ihm geatmet, holotrophes Atmen nach Stan Grof. Und das Ritual beim Siegfried war immer so, wir haben erst einen Meertäubeltee getrunken, dann haben wir 10 Minuten meditiert, nach eine stille Meditation nach Zen-Tradition. Und dann wurde geatmet. Und es gab immer tolle Musik dazu. Und die Musik, die zielte immer auf die Chakren ab, und zwar von unten nach oben. Erst war es ganz erdig und schwer. Und der Siegfried hat dabei auch immer einen Gong geläutet. Der hatte ganz wunderbare Gongs in seinem Atemzimmer stehen. Das ging durch und durch. Und der Meertäubel hat sicherlich einiges dazu getan. Ich befand mich dann sehr schnell in der Gebärsituation wieder, 10 Jahre später. Und Potthoff als Gynäkologe hat das natürlich sofort gesehen und kam zu mir und führte mich dann nochmal durch diese Gebärsituation, aber voller Ruhe und voller Liebe. Und ich durfte mein Baby einfach noch einmal auf die Welt bringen. Jetzt aber im vollen Vertrauen auf mich selbst. Also das habe ich auch während dieser psychedelischen Reise einfach gespürt, wie ich wieder eins war mit meinem Baby. Oh, Entschuldigung. Das berührt mich jetzt echt nochmal. Es ist immer so, wenn ich da nochmal erzähle oder das nochmal so hochhole. Also es war ganz in Geborgenheit und ich habe dieses Gefühl von Tanz wieder gehabt, also von, das war wie so ein spiraliges Gefühl von Aufsteigen mit der Seele. Ganz schwer zu beschreiben, vollkommen außerhalb von Zeit und Raum, aber in vollkommener Geborgenheit. Tut mir leid, wenn ich mich jetzt wiederhole, aber das hat mich schwer berührt. Diese Geburt, die lief natürlich in meinem ganz eigenen Tempo und ich kann mich heute auch nicht mehr erinnern, wie lange das gedauert hat. Ich schätze mal so 2 Stunden vielleicht. Aber es war nur schön. Es war einfach nur schön. Und der entscheidende Punkt war, ich konnte mich von dieser 9 Monate langen Symbiose und der absoluten Sicherheit, in der mein Baby sich befand, so war mein Empfinden, in Ruhe verabschieden. In Ruhe und in Sicherheit. Denn wenn du erstmal Mutter bist, dann trägst du dein Herz ja ständig außerhalb deines eigenen Körpers. Und das ist ein Prozess, den musst du erstmal zulassen können. Und das konnte ich nicht in der Realsituation, wo alles ganz schnell ging und wo ich als junge Frau so völlig überfordert mit war und alle anderen für mich bestimmt hatten. Und in dieser psychedelischen Reise, da konnte ich bestimmen und ich hatte in Siegfried Potthoff eigentlich eine Hebamme, gar keinen Gynäkologen, sondern einen Geburtshelfer, der mich nur begleitet hat, der mich nur gehalten hat und der mich unterstützt hat in allem, was ich selber tun wollte. Und es war so verrückt. Ich weiß ja nicht, was er außerhalb meiner Welt, in der ich mich da gerade befand, mitgekriegt habe, aber er war natürlich ein super spiritueller und feinfühliger Begleiter. Aber er hat immer genau das Richtige gemacht. Ja, das war toll. Das war einfach grandios. Mein 10-jähriger Sohn, der bis dahin oft kränklich war, der blühte dann förmlich auf. Also chronische Entzündungen von Hals und Ohren, die verschwanden einfach. Und ich selber wurde eine viel weniger ängstliche Mutter. Ich wurde selbstsicherer als Mutter. Und wir hatten auch ein ganz anderes Verhältnis. Also das hat richtig, richtig was bewirkt in mir, aber übertragen natürlich auch in meinem Kind und in unserem Verhältnis. Und ich bin da so dankbar für, dass das passiert ist. Außerdem war ich jetzt bereit für ein zweites Kind. Das hat dann zwar nochmal 2 Jahre gedauert, bis ich schwanger wurde, aber dieses Kind wollte ich dann natürlich auch unbedingt zu Hause auf die Welt bringen.
Aber wegen seiner, ich nenne es mal, Übergröße, Größe von mehr als 4 Kilo und meines Alters von fast 35 Jahren hat mich keine Hebamme mehr genommen. Und ich musste dann doch ins Krankenhaus. Also eine Hausgeburt hat mir keiner erlaubt. Dennoch war die Geburt im Krankenhaus weitgehend selbstbestimmt. Also die Zeiten hatten sich ja auch geändert. Ich konnte mich in der ganzen Zeit der Wehen und auch mit den Menschen, die mich begleitet hatten, auch mein Ehemann war dabei, der aber von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, also der war viel aufgeregter und eigentlich war ich wieder so in meiner Innenwelt drin. Ne? Ich konnte mich wieder auf diesen Tanz mit den Wehen einlassen und ich habe mich dann in den schwersten Stunden immer von 2 Delfinen unter meinen Armen über die Welle tragen lassen. So war meine Vorstellung und ich hatte viel gelernt in den Jahren dazwischen und ich denke, ich habe mich da in meine eigene psychedelische Reise reingebracht, ganz ohne irgendwelches Zutun von irgendwelchen Drogen. Und das habe ich so lange gemacht, bis die Hebamme mir sagte, sie wünschte, ich würde damit jetzt aufhören und etwas aggressiver werden. Das Kind müsse langsam raus. Mittlerweile waren 14 Stunden vergangen, in denen ich helle Freude hatte. Ich hatte wirklich helle Freude in meiner ganz eigenen Welt. Und ja, ich kann das nur so beschreiben, mit dem Tanz der Wehen, der Wellen, mit den Delfinen, die mich immer getragen haben. Also es war ein grandioses Erlebnis. Und um bei der Wahrheit zu bleiben, habe ich dann ganz zum Schluss doch noch eine PDA gewählt. Das hat aber dem spirituellen Erlebnis gar keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, für mein Empfinden ist mein Sohn sehr, sehr sanft in diese Welt geglitten. Und ich hatte einfach Zeit genug. Das fand ich so wunderschön. Aber ich glaube, ich habe mir die Zeit auch genommen. Ich habe mir diese Zeit genommen, weil ich in der spirituellen Reise Jahre zuvor, wo ich mein erstes Kind nochmal geboren habe, einfach gelernt habe, wie wichtig mir diese Zeit war. Und Gebären ist ja gar nichts Schlimmes, wenn man es denn bewusst erleben möchte oder erleben kann oder wenn man das Empfinden dafür hat. Und ja, ich glaube, dass der Körper da auch eine ganze Menge eigene Drogen freisetzt, die eine Frau dazu befähigen, das gut zu machen und das auch schön zu finden. Ja, und in dem Moment, als der Jüngere dann auf die Welt kam, da war ich auch ganz nah bei diesen beiden Geburten, also der nachempfundenen in meiner Reise mit Meertäubel und dem holotrophen Atmen und der, die gerade stattgefunden hatte. Und ja, das war, ich kann mich nur wiederholen, es war einfach alles großartig. Und ich führe das auf dieses Erlebnis zurück. Also ja, da bin ich bis heute dankbar für. Und die Moral meiner Geschichte, ich musste noch mal drüber nachdenken, oder die Essenz meiner Geschichte ist ja, dass ein traumatisches Erlebnis verwandelt werden kann in einem spirituellen Erleben, in der Wiederholung. Und das Schöne ist, dass das ja Auswirkungen hatte. Und zwar nicht nur auf mich, und also dass es nicht nur mich geheilt hat. Das hat dieses Geburtstrauma geheilt, wirklich nachhaltig und tiefgreifend. Weil das ist das, was jetzt vorrangig ist bei mir. Und ich kann mich an das andere erinnern, aber das Gefühl zu erleben, das bleibt in meiner spirituellen Reise. Und genau so und nicht anders habe ich mein Kind auf die Welt gebracht. Und das hat Auswirkungen, nämlich auf meine Heilung, auf die Heilung meines ersten Kindes. Und es hat mir dieses schöne Geburtserlebnis, das zweite, beschert. Und es hat mich als Mutter ja total verwandelt. Das wollte ich dir noch erzählen, die Moral meiner Geschichte. Wenn einer heilt, wenn einer sich heilt oder ein Ereignis heilt und das geht in diesen spirituellen Welten, in diesen feinschwingenden Welten, in diesen erweiterten Welten, Bewusstseinswelten einfach super, dann heilt er auch seine Umgebung, seine Familie, die Vergangenheit, die Zukunft. Und ich gebe dir da völlig recht in dem, was du in deiner Vorschau erzählt hast, dass das als Heilmittel
ganz anders gehandhabt werden müsste. Also, Florian, einen lieben Gruß. Bis dann. Lieber Flo, hier mein Bericht zu den DMT-Explosionen in meinem Kopf. Also, ich entdeckte ein Lied, siehe Anhang. Ich hörte diese Musik und entdeckte, dass da Töne mehrschichtig sind. Ich weiß nicht, wie man das nennt, ich habe keine Bildung bezüglich Musik. Ich kannte diese Meditation, dass das weiße Licht in uns kommt, habe einen Ton als das weiße Licht identifiziert. Als nächstes habe ich einen Ton identifiziert, welchen ich als Regenbogenstrahl sah. Ich nahm sie erst abwechselnd wahr. Ich sah, dass das Weiße von der Quelle kommt und von den Kristallen in der Erde als Regenbogenlicht gebrochen wird. Ich sah es als einen Liebesakt, ein sich Beschenken von Gott zu Gaia und von Gaia zu Gott. Das machte ich so ein paar Tage lang. Dann fiel mir auf, dass diese Töne nicht abwechselnd da sind, sondern gleichzeitig. Der Schlüssel war, sie gleichzeitig zu sehen bzw. visualisieren und zu hören. Ich habe begriffen, dass ich damit meine rechte und linke Gehirnhälfte synchronisiere. Ich erlebte auch Emotionen der Freude dabei. Das Hören, Sehen und Fühlen war gleichzeitig da. Die Meditation habe ich am frühen Abend gemacht, bin dann nachts ins Bett und habe es kurz wiederholt. Dann habe ich versucht, eine Astralreise einzuleiten. Plötzlich kam ein weißes Licht wie eine Explosion in mein Hirn. Ich hörte sogar dieses DMT-typische Bumm, es explodierte. Vor jeder nächsten Explosion gab es eine Ankündigung. Es kam wie von außen rein, als wenn es von der Stirn aus ins Hirn kam. Ich weiß nicht, ob es 8 oder 10 waren, es war sehr anstrengend nach einiger Zeit. Vergleichbar mit Achterbahnfahren. Erst macht es Riesenspaß, irgendwann kann man nicht mehr. Ich sagte, ich kann nicht mehr. Ich stöhnte vor Anstrengung, dann hörte es auch auf. Danach bin ich raus aus dem Körper. Bin sofort zum Fenster raus zu fliegen. Ich hatte es sehr eilig. Ich hatte Sorge, dass es vorzeitig zum Abbruch kommt. Ich war bis jetzt nur 2-mal bewusst astral. Leider konnte ich diesen DMT-Ausstoß nicht wiederholen. Es zu synchronisieren war schwer, gleichzeitig von oben nach unten und von unten nach oben die verschiedenen Töne zu sehen und zu hören und es im gleichen Moment gleichzeitig erleben, sowohl getrennt als auch einzeln. Das war der Schlüssel. Lieber Flo, hier meine Erfahrung. Das erste Mal mit LSD in Kontakt gekommen bin ich etwa 1994. Zuvor hatte ich nur Erfahrungen mit Cannabis gemacht. Es war die Zeit, als Techno im Kommen war und die Clubs noch ein Geheimtipp waren und der Kommerz noch nicht die Kunst gefressen hatte. Ich traf zufällig einen Freund aus Kindeszeiten in einer Bar und der erzählte mir von Techno-Partys, auf denen er in letzter Zeit gewesen war. Ich fragte, ob er mich mal mitnehmen würde. Klar, sagte der, und am nächsten Wochenende war es dann soweit. Er sagte mir noch, dass sie dann auch noch etwas anderes machen würden und ob ich das mal ausprobieren wolle. Klar wollte ich. Auf der Toilette des Clubs drückte er mir eines dieser winzigen Papierstückchen in die Hand und warnte mich noch, erstmal nur die Hälfte davon zu schlucken. Gesagt, getan, eine Stunde gewartet, nichts war passiert. Also ging ich wieder auf die Toilette und schluckte die andere Hälfte. Genau in dem Moment, als ich es gerade herunterschluckte, war die Welt, die ich bisher kannte, von einer Sekunde auf die andere verschwunden. Alle Farben waren auf einmal unheimlich intensiv und mein Blickfeld hatte sich in die Breite verzogen. So, als nehme man einen 4:3-Film und zöge ihn in die Breite. Ich ging aus der Toilette und war absolut fasziniert von dem Licht, das sich an der Decke entlang schlängelte. Ich habe keine Ahnung, wie lange das so ging, aber ich muss wohl eine ganze Weile mit kindlicher Freude dem Lichtschauspiel beigewohnt haben. Dann fingen die Halluzinationen an und ich sah die Menschen, die tanzten, mit tierischen Köpfen. Die, die besonders energisch tanzten, als Rhinozerosse. Das war das einzige Mal, dass ich auf LSD Halluzinationen hatte. Danach nie wieder. Nur jedes Mal das verzerrte Sichtfeld. Ich denke, jeder LSD-Nutzer, der auch Raucher ist, kennt die Problematik, wie lang ist die Zigarette noch? Auf einmal fühlte ich mich unheimlich einsam und alleine gelassen. Ich lief ein Stück und wunderte mich über die seltsame Glaswand, hinter der 2 Leute standen. Ich brauchte eine längere Zeit, bis ich realisierte, dass dies die DJs waren. Enttäuscht darüber, dass ich meine Freunde nicht finden konnte, ich muss dazu sagen, dass es kein besonders großer Club war, setzte ich mich hin, lauschte der Musik und begann wieder, mich an den faszinierenden Lichtern zu erfreuen.
Irgendwann in dieser Zeit war ich auf einmal erfüllt von einem tiefen Verständnis. Der Gedanke war in etwa, jetzt verstehe ich, warum die Welt so tickt, wie sie tickt. Jetzt verstehe ich alles. Vermutlich müßig zu erwähnen, dass diese Erkenntnis, als ich wieder nüchtern war, sich gänzlich meiner Erinnerung entzog. Wie oft schon habe ich überlegt, was ich damals meinte, verstanden zu haben. So gut wie jeder, den ich kenne, hat eine ähnliche Erfahrung auf seinem ersten LSD-Trip gemacht, inklusive des Nicht-Erinnern-Könnens. Irgendwann traf ich dann meine Freunde wieder und wir blieben so lange, bis die DJs nach der x-ten Verlängerung die Lichter anmachten und wir meinten, wir müssten jetzt aber wirklich gehen, draußen stünde schon die Polizei. Damals hatte mir das noch keine Angst gemacht. Ich hatte einfach nicht das Gefühl, irgendetwas Unredliches getan zu haben. Vielmehr musste ich mich über jede Kleinigkeit totlachen. Wir fuhren los, hinter uns ein Polizeiwagen. Es gab einen Rums. Der Wagen hinter der Polizei war in diese hineingefahren. Wir hörten noch, wie ein Polizist, der zu dem Wagen gegangen war und durch die geöffnete Scheibe blickte, meinte, das ist aber keine Zigarette. Dann sind wir losgefahren. Etwa 2 Jahre später fuhr ich mit einem Freund von einer Technoparty nach Hause, beide auf LSD. Hinter uns fuhr die ganze Zeit ein Auto mit seltsamen Antennen, der Zusammenhang wurde mir aber erst im Nachhinein klar. Ich sah zu ihm herüber und sagte, fährst du nicht zu schnell? Er antwortete, nein, aber jetzt, da wir gerade in eine Ortschaft fuhren. Ich sah etwas auf der Straße stehen, das ich nicht identifizieren konnte und rief, Vorsicht, da sind ein paar Verrückte auf der Straße. Selbstverständlich waren das keine Verrückten, wobei ich aus heutiger Sicht meine Hand dafür nicht mehr ins Feuer legen würde, sondern 2 Polizisten mit einer dieser Halt-Polizeikellen. Ich vermutete, sie hatten die Leute im Club beobachtet und waren auf Dealer aus, was wir aber nicht waren. Mein Freund musste eine Vollbremsung hinlegen. Was bin ich froh, dass die kein Radarmessgerät dabei hatten. Das übliche Prozedere mit den Papieren. Anschließend sollten wir aussteigen und uns mit gespreizten Beinen an das Fahrzeug stellen. Wir waren beide furchtbar nervös, panisch trifft es wohl besser. Ich hatte noch einen Trip in der Hosentasche, und zwar in dieser winzigen Zweittasche, die viele Jeanshosen haben. Und ich war mir sicher, den werden sie finden. Ich weiß noch, dass ich am ganzen Körper gezittert habe und auch mit der Zigarette, die ich mir angesteckt hatte, nachdem sie mit mir fertig waren und sich mit dem Fahrer befassten. Mit unseren Telleraugen und unserem nervösen Verhalten konnten wir es kaum glauben, als es dann hieß, alles in Ordnung, Sie können weiterfahren. Wir sahen uns ungläubig an, aber ließen uns natürlich das nicht zweimal sagen und fuhren los. Nach ein paar Metern sahen wir uns an und bekamen einen Lachanfall, der aber leider nicht lange anhielt und wieder einer diffusen Panik wich. Am nächsten Rastplatz hielten wir an und ich warf den Trip sofort in einen Papierkorb. Es sollte aber nicht der letzte gewesen sein. Bedauerlicherweise fing es dann aber an, dass ich sogenannte Horrortrips hatte. Der schlimmste war auf einem Techno-Schiff, also ein Schiff, das irgendwann ablegt und somit kein Entkommen mehr bietet. Das Gemeine an einem Horrorfilm, jedenfalls ist das bei mir so, ist, dass die treibende Elektromusik den Rausch verstärkt. Daran ist wohl per se nichts Gemeines. Gemein wird es nur, wenn du einen schlechten Film hast und dir nichts mehr wünschst, als endlich wieder herunterzukommen. An diesem Abend wurde mir auch bewusst, wie sehr ich eigentlich von meinem Unterbewusstsein dominiert werde. Viele mögen das Wort Unterbewusstsein nicht, aber ich kenne keine bessere Beschreibung. Eine Freundin, der ich vermutlich mein Leben verdanke, denn ich wollte schon von dem Schiff springen, um der treibenden Musik zu entkommen, fragte mich, was ich denn genommen habe. Ein Simpson, antwortete ich. Ach, die wirken ja nur 4 Stunden, behauptete sie, und sofort ging es mir besser. Das währte aber leider nicht lange, denn mein Verstand, der Verräter, meinte, dass bisher doch jeder Trip immer mindestens 8 Stunden gewirkt habe und sie das wohl nur gesagt hat, um mich zu beruhigen. Und sofort ging es mir wieder schlecht und diese nicht näher definierbare, ominöse Angst war wieder da. Nach 2 bis 3 weiteren schlechten Erfahrungen habe ich dann den Konsum aller Drogen, die über Cannabis hinausgehen, eingestellt. Heute muss ich sagen, habe ich Angst davor, wieder einmal LSD oder Pilze zu nehmen, und wenn ich eines gelernt habe, dann ist es, wenn du Angst davor hast, dann wird es auch ein Horrorfilm. Das führt mich zu meiner Theorie. Keine Ahnung, ob ich das heute noch so gänzlich unterschreiben würde. Seit Corona hat sich mein Weltbild in jedem Bereich um ungekannte Dimensionen verändert. Meine Theorie lautete bisher, dass LSD Bewusstsein und Unterbewusstsein die Plätze tauschen lässt.
Das sonst dominante Bewusstsein, vielleicht wäre das logische rationale Denken der passendere Begriff, tritt in den Hintergrund und das sonst nur unterschwellig wahrnehmbare Unterbewusstsein, das animalisch-intuitive, wird dominant. Und ein weiterer Erlebnisbericht. Also, ich war gerade dabei, einen etwas länger angelegten Spaziergang in Anführungszeichen durch den Kottenforst zu starten. Da sah ich im Halbdunkeln ein einsames Pferd nahe am Rande des Stacheldrahtzaunes. Die Sonne war bereits fast vollständig untergegangen. Es war gerade der Beginn des Trips, dennoch schloss ich spontan den Entschluss, mal über den Zaun zu steigen und nach dem Pferdchen zu sehen. Ich legte dann mein rechtes Ohr an den Körper des Pferdes, also im Prinzip an den Bereich zwischen Bauch und Rücken. Es entstand dann eine Art Fraktalmuster vor meinen geschlossenen Augen. Dann hatte ich kurz das Gefühl, ich würde quasi gedanklich mit dem Pferd kommunizieren. Da kam dann der Gedanke auf, wie es denn da draußen so sein könnte, falls ich das Tier irgendwie herauslassen würde. Kaum kam diese Frage auf, schon keimte ein sehr tiefes, unbewusstes Gefühl oder Bild von dem, was da draußen vor sich ging, in mir auf, und das Pferd, das vorher diese nahe Berührung sehr gelassen über sich ergehen hatte lassen, zuckte kurz plötzlich ängstlich zusammen. Jedenfalls schien es mir, dass dem Pferd mein kurz übermitteltes Gefühl oder Bild von dem, was sich da draußen abspielte, nicht allzu große Verlockungen in ihm verursachte, um mal eine kleine Stippvisite danach zu machen. Nachdem wir uns wieder beruhigt hatten, verließ ich das Pferdegehege und verabschiedete mich mit einem etwas peinlichem, aber nett gemeinten Wiehern. Das war aber erst der Anfang des Trips und das meiste von dem, was dann folgte, wäre sicher auch interessant in den Erfahrungsbericht mit einzubringen, aber auch zu privat, um das alles hier einem Wildfremden in diesem Text zu beschreiben. Außerdem auch viel zu kompliziert, um es hier auf Schriftebene ausreichend darzulegen. Grüß dich, Flo. Ich möchte dir oder euch von ein paar Erfahrungen erzählen, die ich durch den Pilz erfahren habe. Das Hauptaugenmerk bei mir war immer der Selbstreinigungsprozess durch Zuhilfenahme des Pilzes. Durch eine Pilzerfahrung ist es einem möglich, die tiefsten Schichten aus seinem Unterbewusstsein zu erfahren und zu erleben, um daraus zu wachsen. Uralte Muster gehen und Neues kann geschehen. Man sollte verstehen, dass sich bei einem Reinigungsprozess nicht nur schöne Erfahrungen einstellen. Es reicht im Grunde ein offener Geist, alles andere übernimmt der Pilz und diverse Kräfte. Vertrauen wie Hingabe ist alles und diese Eigenschaften sind heutzutage rar, wenn man sich die ganze Welt ansieht, deshalb sollte man es wieder lernen. Ich würde auch jedem raten, sich mit den Geschichten oder Mythen des Pilzes und deren Gebrauch vertraut zu machen, das sind Erfahrungsberichte. Lest am besten gar keine Berichte aus dem Internet vor eurem ersten Versuch. Dazu sollte auch eine Vorbereitung gehören, derjenige sollte sich bewusst sein, wieso er überhaupt so eine Erfahrung machen möchte. Wenn man einen vertrauten Partner hat, sollte derjenige natürlich nüchtern bleiben. Nicht einfältig und leichtsinnig damit umgehen, das ist das A und O. Ich bin ein Befürworter und finde es vollkommen okay, wenn jemand Erfahrungen mit Pilzen machen möchte, doch möchte ich eins sagen. Genauso wie man durch Emotionen mit Tieren spricht, so spricht man auch mit der Pflanzenwelt. Das ist die erste Ebene. Also, man sollte ein gefestigtes Fundament besitzen und emotional fest am Boden stehen. Außer man hat einen erfahrenen Behüter dabei, der versteht und einen leitet. Schon früh lernte ich, die Natur zu lieben. Ich ging Tage spazieren und verbrachte unzählige Nächte im Wald. Ich beschäftigte mich in dieser Zeit meines Lebens intensiv mit Schamanismus und so lernte ich auch die feinstoffliche Welt kennen, die ich nur aus Fetzen aus meiner Kindheit kannte. So stieß ich auch auf die Pilze. Der Geist des Efeu hat mich damals von einer chronischen Bronchitis restlos befreit. Nur so am Rande erwähnt. Ich verwendete den Pilz meistens zweimal im Jahr zu Sommer- und Wintersonnenwende, doch seit ungefähr 2 Jahren gar nicht mehr. Denn mir ist es möglich, mein Bewusstsein zu verlagern ohne solche Werkzeuge. Was wir uns wünschen, ist nicht immer das, was wir auch wirklich im Leben brauchen, um zu reifen. Ein Zitat: Im Hier und Jetzt zu verweilen, das wünsche ich dir. Durch Zeit und Raum wir nicht gebunden, fangen wir an, die tiefsten Schichten unserer Seele zu erkunden. Erste Erfahrung mit dem Pilz.
Abend. Es dämmerte langsam und ich beschloss, dass heute der Tag ist, an dem ich das Fleisch der Götter zum ersten Mal essen werde. Ich beschloss, nicht weit fortzugehen. Ich nahm mir meine Augenklappe aus Fransen wie meine Rassel und meine Beute und setzte mich in die Pampa, ungefähr 3 Kilometer entfernt von zu Hause, auf ein Feld, worauf gerade nichts wuchs. Es war Sommer, heiß und trocken. Auf Störquellen achte ich normal akribisch, doch hier nahm ich sogar mein Handy mit, sollte wohl genauso sein. Ich fing an zu rasseln und machte Kippbewegungen, um mich in eine Trance zu befördern, so dass mein Bewusstsein darauf vorbereitet wird, dass es gleich eine Bewusstseinsverlagerung geben wird. Plötzlich läutete mein Handy, ungefähr 5 Minuten nach der Einnahme. Ich erschrak nicht und hob ganz gelassen ab. Es war mein Vater. Er fragte mich, ob ich ihn nicht von einem Fest abholen will, um dann auch noch ein Bier gemeinsam zu trinken. Ich verspürte noch keine Wirkung und dachte, ich habe einfach zu wenig gegessen, obwohl es 4 Gramm waren. Ich kannte es eben noch nicht. Auf jeden Fall stieg ich dann ins Auto und fuhr 4 Kilometer zum anderen Ort, wo das besagte Fest stattfand. Kurz vor Ankunft, mitten im Wald, zeigte sich der Pilz plötzlich. Mein Körper fing an zu vibrieren, die klassischen Anzeichen. Ich parkte das Auto, sah das riesige Zelt. Ich kannte hier alle, muss ich dazu sagen. Jeder kennt hier jeden. Die Nacht war ruhig und klar, man hörte nur eine dumpfe Musik, die aus dem Zelt zu kommen schien. Ich ging in Richtung Zelt und öffnete den Eingang. Eine Welle von Energie überrollte mich. Menschen tanzten auf den Tischen. Es war überwältigend, doch auch extrem schleierhaft. Ich sah jede Maske, die ein Mensch aufhatte. Niemand konnte sich verstecken. Jeder versuchte irgendwie, jeden zu beeindrucken und zu übertrumpfen. Es herrschten animalische Zustände. Manche ahmten mich sogar nach, um ja nicht aufzufallen. Es war für mich nicht negativ angehaucht und ich genoss die ganze Situation. Besser gesagt, die ganze Nacht. Ich begrüßte dann einen alten Kollegen, der an der Bar Bier ausgab. Er gab mir die Hand und als ich seine berührte, konnte ich glasklar sehen, was er von mir hält. Die Gesichter verformten sich, wie soll ich sagen, auch die Körperhaltung. Ich konnte mit Leichtigkeit sehen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Nichts war negativ oder positiv, es war einfach alles so, wie es ist, und ich beobachtete meine Person. Es kam dann ein alter Freund mit Karten für eine Superman-Fahrt zu mir, die er mir in die Hand drückte. Ich freute mich wie ein kleines Kind, wir gingen zur Maschine und stiegen ein. Es war so eine Art riesiges Schwungrad. Auf jeden Fall kostete ich diese Situation voll aus, ich schrie voller Adrenalin und die, die gegenüber saßen, schauten mich nur komisch an, als wäre ich ein kleines Kind. Ja, und genau das war ich auch an diesem Abend, ein kleines Kind. Der Becher war leer und ich konnte offen sein für Neues. Eine weitere Erfahrung? Schon mit etwas mehr Erfahrung, aber auch schon 8 Jahre her, verbrachten wir zu dritt eine Nacht auf einem Berg. In eine kleine Schutzhütte stellten wir Kerzen auf und machten draußen Feuer, es war Winter. Wir saßen in der Hütte auf dem Boden im Kreis. Das Ego von meinem Freund saß als Affe auf seiner Schulter und spielte ihm Streiche. Er drehte sich nach links und rechts, blickte auf seine Schultern und redete mit seinem Ego. Wir lachten uns tot und unser Bewusstsein verlagerte sich ein Stück tiefer. Das Ego sprang in den Hintergrund. Ich nahm 3 Kerzen, stellte sie zusammen und erzählte über die Kraft der Flamme vom ewigen Rad des Seins und über den ewigen Ausfluss aus der göttlichen Quelle. Alles kam intuitiv, nicht ich war die Person, die hier redet, es wurde einfach geredet und alles kam aus sich selbst heraus. Sehr schwer, das mit kurzen Worten zu beschreiben. Ich durchlebte zuerst alles selbst im Innern als Zeitraffer. Es tat sich ein Vortex auf, tauchte in fraktale Strukturen ein. Zeit spielte hier keine Rolle. Ich musste dann aufs Klo und verließ die Hütte. Ich stellte mich hin und schaute in die Luft. Plötzlich tat sich ein energetisches Netz auf. Ich erforschte es. Es waren unzählbar viele Schnüre, alles mit allem verknüpft und verbunden, doch irgendwie schien sich nichts wirklich zu berühren. Ich fokussierte dann das Gesamtbild und mir tat sich eine Art Weltennetz auf. Wir saßen dann am Feuer, ich durchreiste meinen ganzen Körper und sah ihn mir von innen an. Ich konnte mich so klein wie ein Uratom machen und durch meinen Körper fliegen. Seit ich das erfahren habe, reise ich bei jeder Pilzerfahrung einmal intensiv durch meinen Körper. Wir legten uns dann in die Hütte in unsere Schlafsäcke. Es wurde klar im Kopf, das übliche Piepen, Rauschen oder Schießen bei einer Bewusstseinsverlagerung trat ganz sanft ein, als sich plötzlich ein Tunnel vor mir auftat. Ich sank immer tiefer in den Tunnel und folgte sozusagen dem Licht.
Ich sah ein menschenähnliches Wesen am Ende des Tunnels, im Schneidersitz sitzend, auf mich wartend. Mir wurde plötzlich bewusst, wenn ich hier wirklich weitergehe, dann war's das hier fürs Erste. Sprich, ich werde wieder zu einem reinen Lichtwesen. Da kamen mir Gedanken wie, das kann ich meinen Eltern nicht antun, höchstwahrscheinlich bleibt mein Körper, Verstand hier und ich muss vielleicht gepflegt werden, auch möchte ich noch ein Buch veröffentlichen und so weiter. Mir war klar, das war der direkteste Weg, den ich kriegen kann, doch noch war ich nicht bereit dafür und so drehte ich um und wachte auf. Ich genoss noch einige Stunden die fraktalen Strukturen und schlief dann ein. Ich hatte eine intensive Erleuchtungserfahrung. Es gibt da mehrere Ebenen. Ich erlebte, wie alles eins wurde, innen und außen, oben wie unten. Es gab keine Getrenntheit der Dinge mehr. Ich war alles. Ich spürte und fühlte und war jeder einzelne Grashalm und jeder einzelne Kieselstein. Diese Erfahrung war so mächtig und langanhaltend, dass ich sogar in der Stadt jeden umarmen musste. Es war die totale bedingungslose Liebe. Unvorstellbar für einen indoktrinierten, seelenlosen Geist. Natürlich war mir klar, dass das ein extremes Hoch war und es nur eine natürliche Folge ist, dass dieses Hoch auch wieder abschwächt. Mir war auch klar, dass ich so in dieser Welt nicht funktionieren kann und die Erkenntnis war ziemlich schlimm. Ich lag dann eine Nacht kauernd in der Fötusstellung im Auto. Es überkam mich Dunkelheit. Seit dieser Nacht ist ein tiefer Frieden in mir, der immer noch da ist. Je nach Situation mehr oder weniger im Hintergrund. Ich erlebte beide Seiten, doch letztendlich hat es nichts mit mir zu tun. Ich begleitete auch schon mal einen guten Freund bei seiner ersten Erfahrung mit dem Pilz. Ich habe ihm nichts erzählt und er vertraute mir. Das Einzige, was ich ihm gesagt habe, ist, wenn es zu viel wird, dann atme ganz bewusst tief durch und dann geht die Reise weiter. Wir lagen also im Wald auf einer Lichtung. Er erlebte an diesem Abend eine ähnliche Erleuchtungserfahrung. Danach gingen wir gemeinsam Richtung Auto durch einen schmalen Waldpfad, weil es sehr kalt wurde und wir wollten uns ins Auto legen. Mein Kumpel ging rechts neben mir und blickte nach rechts. Es formte sich plötzlich eine Wüstenlandschaft aus den Bäumen und der Umgebung. Ich konnte Sand sehen, Pyramiden und auch Kamele hören. Ich war in der Wüste. Ich sagte ihm, »Schau mal, da rechts ist die Wüste.« Und er nahm teil an dieser Erfahrung. Wir gingen dann zu zweit durch die Wüste bis zu unserem Auto, wo sich unsere Wahrnehmung wieder normalisierte. Ich war bei einem Freund und wir aßen bei ihm zu Hause Trüffel. Es setzten visuelle Wahrnehmungen ein und ich konnte die feinstoffliche Welt sehen. Wir beschlossen dann, in die Innenstadt zu fahren. Als wir bei einer Station standen und auf die Straßenbahn warteten, fuhr eine andere vorbei. Darin konnte ich eine alte Frau sehen. Sie verformte sich in eine Art Kröte. Ihre Augen waren rot und sie blickte mich an, als würde sie wissen, dass ich sie erkenne. Wir stiegen dann in die Straßenbahn ein und fuhren zum Hauptplatz. Ich fühlte mich großartig. Ich stellte mich plötzlich mitten auf den Platz und fing an, wie ein Prophet zu reden. Mein Freund lachte sich tot. Ich war plötzlich in der Rolle eines Propheten. Ich war vollkommen in dieser Rolle drinnen. Es kamen sogar andere Passanten und hörten mir wirklich zu. Von mir sprudelte es nur so raus. So, also ich glaube 2017, 2018 habe ich und Abis, mein Mann, wir haben zum allerersten Mal Magic Mushrooms genommen und zwar auf Gili Island zwischen Bali und Lombok. Da wird das verkauft am Strand als Shake, da wir das aber noch nie genommen hatten und ich aber Vorbehalte hatte. Wir aber vorher auch schon mal dein Video gesehen und gehört haben, auch unter anderem mit den Fliegenpilzen und so. Ich hatte gar keine Angst. Ich habe mir nur gedacht, lass uns das in einer Räumlichkeit tun, wo wir uns wohlfühlen. Und wir hatten da auf Gili hatten wir so eine private Poolvilla und da haben wir das dann halt genommen und Musik angemacht und da habe ich zum ersten Mal auch den Effekt davon gespürt. Die Palme hat mit mir gesprochen und ich habe die Natur, ich habe die Elemente, ich habe die richtig gefühlt und gespürt und ja. Und beim zweiten Mal, wo ich das genommen habe, das war vielleicht 2-3 Tage später, da konnte ich Channeling.
Da konnte ich mit meinen verstorbenen Großeltern, mit meinem Vater, selbst mit meinem Kater konnte ich channeln. Ja, das so grob. Wir hatten noch ein, zwei Mal hatten wir Mushrooms genommen, auch vor vielleicht noch vor 2, 3 Jahren. Auch immer nur auf Gili oder auf Lombok oder auf Bali. Wir haben da übrigens auch die letzten 1,5 Jahre gelebt. Was wir halt nicht wussten ist, als wir auch auf Gili waren und für die Cocktails bezahlt haben, wenn man Kokoswasser und Mushrooms nimmt, dann neutralisiert das, also Magic Mushrooms, dann neutralisiert das und ja, man kommt nicht in den Zustand. Das haben wir auch erst vor 3 Jahren erfahren, deshalb sollte man nie, oder so kann man sich ganz schnell wieder neutralisieren, wenn man Kokoswasser mit dabei hat. Auch finde ich ganz interessant zu wissen. Dann ist eigentlich das, was mein Leben verändert hat, und zwar das erste Mal, wo ich Ayahuasca genommen habe. Ayahuasca habe ich zum ersten Mal in Holland. Wir kommen aus dem Ruhrgebiet, bei uns in der Nähe. Holland ist so eine Grenzzone, von daher ist da irgendwie Ayahuasca erlaubt. Das war auch alles eine süße, kleine süße Zeremonie. Vorher habe ich schon so viel Selbstarbeit gemacht. Ich habe einen Dream Workshop gemacht. Ich habe versucht zu meditieren und es auch geschafft. Und ich habe viel an mir selber gearbeitet. Und ja, dann zudem. Bei dem allerersten Mal Ayahuasca in Holland habe ich auch noch 21 Tage. Es war kein Saftfasten, es war Liquidfasten, würde ich sagen, weil ich habe auch Smoothies getrunken. Auf jeden Fall habe ich versucht, clean zu sein und habe auch an dem Tag hatte ich gar nichts gegessen und bin nüchtern dahin. Meine Erwartungen waren, ich war aufgeregt, ich war richtig, richtig bereit. Und das ist das auch bei gewissen Psychedelics, oder bei Plant Medicine, bei Ayahuasca vor allen Dingen. Man muss bereit dafür sein. Und ja, das war ich. Und Mama Ayahuasca war in mir. Das Gefühl war unbeschreiblich. Es war einfach wunderschön. Ich kann auch ehrlich gar nicht mehr sagen, was ich alles genau gefühlt habe. Weil ich nämlich weiß von ein paar Schamanen hier in Lateinamerika, wo wir uns jetzt auch schon seit ein paar Monaten aufhalten, dass wenn halt auch einmal Mama, ja, Mama Ayahuasca in dir ist, die bleibt in dir und die klärt halt auch verschiedene Gedanken oder reinigt einen und dadurch vergisst man halt, wie seine Erlebnisse waren. Ja, das habe ich auch erst hier erfahren vor 3 Monaten. Ja, aber auf jeden Fall das allererste Mal, das hat mein Leben total verändert. Ich weiß noch, sie war in mir. Ich hatte ganz viel Energie in den Händen. Ich habe das gespürt. Also ich bin aufgewacht und ich war einfach nur glücklich. Ich habe auch nicht, also ich habe 3-mal insgesamt Ayahuasca genommen. Ich breche nicht. Ich denke, das liegt aber daran, weil ich faste vorher. Ich trinke sogar selbst nichts. Und ja. Und nach dem ersten Mal Ayahuasca in Holland Ende 2019, dann sind wir halt rumgereist, beziehungsweise sind auf Bali wegen dem Lockdown gelandet. Und dann habe ich nichts mehr genommen, bis wir nach Mexiko gegangen sind. Und dann waren wir auf 2 Partys und haben dann Mushrooms genommen. Ich will jetzt nicht sagen als Partydroge, aber es war schon mit den Sounds und mit den Beats, es war schon angenehm. Wir haben auch jeweils nur die Hälfte genommen. Und ja, also was ich halt faszinierend finde bei Magic Mushrooms ist, wenn man das nimmt und wenn dieser eine Ton kommt, mein Körper fängt sich einfach an zu bewegen und hört nicht mehr auf. Und das ist so schön, man ist einfach frei. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin sehr, sehr gut in Loslassen. Ich bin schnell und tief in der Meditation drin. Ich bin schnell überall, wenn ich möchte. Und ja. Aber durch diese Magic Mushroom Party haben wir, ja, es war keine Magic, es war Music Under the Stars, so hieß das. Ein paar Leute haben da Mushrooms genommen.
in der Praline, in so einer Schokoladenform, sehr lecker, sehr schön. Und ja, und auf dieser Party haben wir dann jemanden kennengelernt, der halt eine Ayahuasca, der erst gestern, also einen Tag davor bei einer Ayahuasca-Zeremonie war, und der hat uns halt in Mexiko jemanden empfohlen, der ein Schamane ist, der ein Local ist und so weiter und so fort. Und ich wusste, ich bin in Mexiko, um mich zu heilen. Also haben Abels und ich, mein Mann und ich, wir haben beide das Ayahuasca genommen an dem Tag. Wir wussten aber nicht, dass es dazu noch Rape, Sangha und Ayahuasca gibt. Und Rape ist ja dieser Tabak, mit dem deine Zirbeldrüse gereinigt wird. Also wir haben das in einer schönen Zeremonie in Playa de Morales haben wir das genommen, mitten im Dschungel, abends in so einem Kreis mit dem Feuer, und dann wurde uns das Rape da reingeschossen und ich hatte gar keine Ahnung. Jetzt beim dritten Mal kann ich auf jeden Fall nur sagen, das Rape ist auch schon sehr, sehr heilend, weil man dadurch ganz schnell präsent ist und halt im Hier und Jetzt ist. Rape, richtig krass. Dann Sangam, das sind so Augentropfen, die bekommt man reingetröpfelt, damit man wohl mehr sieht. Beim allerersten Mal habe ich es nicht so schlimm empfunden wie beim zweiten Mal. Ich habe zwei Ayahuasca-Zeremonien bei demselben Schamanen in Mexiko zwei Wochen hintereinander gemacht. Nur zur Info. Beim zweiten Mal war es ganz schlimm für mich. Da hat es ganz, ganz schlimm gebrannt. Auf jeden Fall zurück nochmal zum ersten Mal mit dem Ayahuasca. Das erste Mal Ayahuasca in Mexiko, da haben wir das Rape bekommen und dann konnten wir halt noch Sangha rauchen. Ich hatte halt gar keine Ahnung, was das ist, mein Mann auch nicht. Wir haben uns vorher anscheinend nicht genügend informiert, was auf dieser ganzen Zeremoniereise gemacht wird. Aber wir probieren ja alles aus. Also haben wir einfach aus dieser Wasserpfeife dieses Sangha geraucht und ja, es ist... Also der Sangha ist schon richtig krass. Das ist, man zieht dreimal, zweimal und dann hat Arturo noch gesagt, so halt die Augen auf, und dann zieht man noch beim dritten Mal und dann sieht man nur noch, also ich habe nur noch und man auch nur noch Fraktale die ganze Zeit gesehen. Ich weiß nicht, wo man ist, in was für einer Welt man ist. Es ist nochmal anders als Ayahuasca. Man ist aber sofort drin. Ein Quick Trip, sagt man das so? Es geht alles nur 15 Minuten. Ich habe insgesamt dreimal Sangha geraucht und beim dritten Mal Sangha war es halt so krass. Alles um mich herum hat sich aufgelöst. Ich wusste nicht, was los ist. Ich habe kurz meine Augen geöffnet und dann gab es so einen Moment, wo alles so gebrochen ist. Und das war, glaube ich, dieser Moment, wenn Leute vielleicht sagen, die haben Ego-Death, die haben Ego-Death. Ich finde, ich hatte kein, das war das nicht, aber auf jeden Fall, das hat sich so angefühlt. Alles ist auf einmal wie ein Glas, wie eine Scherbe zerbrochen und ich war im Nix. Ja, das war dann so krass. Also nach dem ersten Mal Sangha hatte ich auch Ayahuasca genommen, aber das Ayahuasca hat nicht mehr gewirkt, denke ich, bei so viel Sangha-Rauchen. Ja, deshalb empfand ich das alles als... Ja, es war schon sehr, sehr krass, diese erste Ayahuasca-Zeremonie da mit dem Sangha. Sangha habe ich großen Respekt vor. nichtsdestotrotz, auf jeden Fall habe ich nächste Nachricht. Es tut mir leid, dass das so lang wird. Ich habe ein paar Erfahrungen deshalb. Nach der zweite Woche Ayahuasca-Zeremonie habe ich die Bufo-Zeremonie gemacht. Und ich bin ganz ehrlich, da hat doch gerade, nee, das war der Tag, wo gerade rückläufiger Merkur angefangen hat. Ich glaube am 31. Mai und vorher war noch Mai, genau. Aber es war auch schon astrologisch gesehen ein guter Zeitpunkt, um sich zu heilen. Und Bufo, ich hatte mir da vorher Videos angeschaut, was nicht so gut ist, und habe mir gedacht, nee, das ist zu krass, nee, das machst du jetzt aber nicht. Und ich war halt mit meinen zwei Freundinnen, die ich da kennengelernt habe, und die wollten das auch machen. Und ja,
Dann haben wir uns getroffen in Tulum am Bahnhof und ich kam da schon an und es war wie gesagt der erste Tag Rückläufig und Merkur. Ich war überhaupt nicht im Mut, überhaupt gar nicht, die beiden auch nicht. Und ich habe echt gedacht, diesmal, Samantha, kriegst du einen nicht so guten Trip, weil ich habe mich auch mit meinem Mann gestritten und so weiter und so fort. Egal. Wir haben das dann genommen bei Arturo, bei dem Schamen im Haus im Endeffekt. Weil wir nicht zu dem Dschungel gefahren sind, in dem Garten, es hatte angefangen zu regnen, war aber auch nicht schlimm, war schön. Meine zwei Freundinnen, ein Bekannter von denen, ein Mexikaner und halt der Arturo, die ganze Familie, die ganze schamanische Familie, sehr, sehr süß, sehr, sehr toll, powerful und auch wirklich Schamanen. Das ist nochmal ein Unterschied, mit wem man das alles macht. Ja. Genau, die haben angefangen, wir waren wieder eine Runde mit Rape. Bei Rape schwitze ich immer so sehr. Also ich bin auch nervös, muss ich sagen, und dann schwitze ich aber so sehr. Und dann haben die, warum auch immer, haben der Autor gesagt, ja, wir fangen jetzt mit dir an. Du bist ja am stärksten. Und ich so, ja, wie? Ich war noch gar nicht bereit dafür. Und das Bufo raucht man auch aus einer Glaspfeife. Das sieht so komisch gelblich aus. Bufo ist ja halt das, was fünfmal stärker als DMT ist. Und der Arturo hat uns erzählt, und ich kann auch nur das bestätigen, nachdem man das nimmt, man vergisst alles. Ich erinnere mich nicht mehr an viel. Ich weiß nur noch, ich glaube, zweimal an dieser Pfeife ziehen ist schon gut und man kippt sofort nach hinten. Also die legen einen dann nach hinten und ich habe, glaube ich, drei oder viermal gezogen. Die meinten, ich bin stark, die haben mich doch nach vorne gedrückt zur Pfeife. Dann habe ich gezogen und ich war also sofort. Man ist sofort, ne, beim zweiten oder dritten Mal ziehen. Ich habe den Natur schon so weit nach hinten gesehen und dann ziehe ich und dann war ich weg. Ich weiß nur noch, es war ein schönes Gefühl und alles war gelb. Gelblicher auf Fraktale, aber schönere Symbole, aber wirklich mehr erinnern kann ich mich nicht. Ich weiß nur noch, ich habe meine Freundin schreien gehört. Von ganz weit hinten habe ich die schreien gehört, die neben mir lag. Und bei Bufe ist das auch so, innerhalb, also nach 15 Minuten, bams, du bist wieder da, als ob nichts gewesen wäre. Und dann haben wir erstmal erzählt und erfahren, meine Freundin, die ist wohl im Video, die ist über den ganzen Boden gerollt. Also es hat sich angehört wie ein Exorzismus, der da stattgefunden hat. Die hat sogar den Arturo geschlagen und das Krasse ist, sie konnte sich an nichts mehr erinnern, außer nur, dass ihr die Knöchel wehtun. Also, ja, auf jeden Fall habe ich dann diese Bufe-Erfahrung gemacht und wusste jetzt halt nicht, was das bewirkt hat, aber Iliana und Arturo meinten zu mir, besonders für mich, dass das gut ist, weil das ein Heart-Opener ist. Und das habe ich auch gespürt. Das hat Bufo dauert ein paar Tage oder Wochen an. Man spürt diese Heilung noch die ganze Zeit durchgehend. Ich meine, beim Ayahuasca auch, aber Bufo ist noch mal richtig krass. Krass einfach, krass. Ja, war sehr schön. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, zu der Mushroom-Zeremonie, die ich hier am Sonntag in Guatemala verbracht habe. Es tut mir leid, dass das so lang wird. Ich habe ein paar Erfahrungen deshalb. Nach der zweite Woche Ayahuasca-Zeremonie habe ich die Bufo-Zeremonie gemacht. Und ich bin ganz ehrlich, da hat doch gerade, nee, das war der Tag, wo gerade rückläufiger Merkur angefangen hat. Ich glaube am 31. Mai und vorher war noch Mai, genau. Aber es war auch schon astrologisch gesehen ein guter Zeitpunkt, um sich zu heilen. Und Bufo, ja, mal, ich hatte mir da vorher Videos angeschaut, was nicht so gut ist, und habe gedacht, nee, das ist zu krass. Nee, das machst du jetzt aber nicht. Und ich war halt mit meinen zwei Freundinnen, die ich da kennengelernt habe, und die wollten das auch machen. Und ja, dann haben wir uns getroffen in Tulum am Bahnhof und ich kam da schon an und es war wie gesagt der erste Tag Rückläufig und Merkur. Ich war überhaupt nicht im Mut, überhaupt gar nicht, die beiden auch nicht. Und ich habe echt gedacht, diesmal, Samantha, kriegst du einen nicht so guten Trip, weil ich habe mich auch mit meinem Mann gestritten und so weiter und so fort. Egal, wir haben das dann genommen bei Arturo, bei dem Schamen im Haus im Endeffekt. Weil wir nicht zu dem Dschungel gefahren sind, in dem Garten, es hatte angefangen zu regnen, war aber auch nicht schlimm, war schön. Meine zwei Freundinnen, ein Bekannter von denen, ein Mexikaner
Und halt der Arturo, die ganze Familie, die ganze schamanische Familie, sehr, sehr süß, sehr, sehr toll, powerful und auch wirklich Schamanen. Das ist nochmal ein Unterschied, mit wem man das alles macht. Ja. Genau, die haben angefangen, wir waren wieder eine Runde mit Rape. Bei Rape schwitze ich immer so sehr. Also ich bin auch nervös, muss ich sagen, und dann schwitze ich aber so sehr. Und dann haben die, warum auch immer, haben der Autor gesagt, ja, wir fangen jetzt mit dir an. Du bist ja am stärksten. Und ich so, ja, wie? Ich war noch gar nicht bereit dafür. Und das Bufo raucht man auch aus einer Glaspfeife. Das sieht so komisch gelblich aus. Bufo ist ja halt das, was fünfmal stärker als DMT ist. Und der Arturo hat uns erzählt, und ich kann auch nur das bestätigen, nachdem man das nimmt, man vergisst alles. Ich erinnere mich nicht mehr an viel. Ich weiß nur noch, ich glaube, zweimal an dieser Pfeife ziehen ist schon gut und man kippt sofort nach hinten. Also die legen einen dann nach hinten und ich habe, glaube ich, drei oder viermal gezogen. Die meinten, ich bin stark, die haben mich doch nach vorne gedrückt zur Pfeife. Dann habe ich gezogen und ich war also sofort. Man ist sofort, ne, beim zweiten oder dritten Mal ziehen. Ich habe den Arturo schon so weit nach hinten gesehen und dann ziehe ich und dann war ich weg. Ich weiß nur noch, es war ein schönes Gefühl und alles war gelb. Gelblicher auf Fraktale, aber schönere Symbole, aber wirklich mehr erinnern kann ich mich nicht. Ich weiß nur noch, ich habe meine Freundin schreien gehört. Von ganz weit hinten habe ich die schreien gehört, die neben mir lag. Und bei Bufe ist das auch so, innerhalb, also nach 15 Minuten, bams, du bist wieder da, als ob nichts gewesen wäre. Und dann haben wir erstmal erzählt und erfahren, meine Freundin, die ist wohl im Video, die ist über den ganzen Boden gerollt. Also es hat sich angehört wie ein Exorzismus, der da stattgefunden hat. Die hat sogar den Arturo geschlagen und das Krasse ist, sie konnte sich an nichts mehr erinnern, außer nur, dass ihr die Knöchel wehtun. Also, ja, auf jeden Fall habe ich dann diese Bufe-Erfahrung gemacht und wusste jetzt halt nicht, was das bewirkt hat, aber Iliana und Arturo meinten zu mir, besonders für mich, dass das gut ist, weil das ein Heart-Opener ist. Und das habe ich auch gespürt. Das hat Bufo dauert ein paar Tage oder Wochen an. Man spürt diese Heilung noch die ganze Zeit durchgehend. Ich meine, beim Ayahuasca auch, aber Bufo ist noch mal richtig krass. Krass, einfach krass. Ja, aber sehr schön. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, zu der Mushroom-Zeremonie, die ich hier am Sonntag in Guatemala verbracht habe. Genau, wir haben wir auch Rape genommen und dann wurde der Mushroom in einen Kakao eingerührt, auf traditionelle Maya-Weise. Und da nehmen die keinen gerösteten Kakao, sondern die nehmen die ganz normalen Kakao Seeds, die in der Frucht sind, und ich weiß nicht, ob du die schon mal gegessen hast oder gesehen hast, die sind so ein bisschen weiß außenrum und auch säuerlich. Dementsprechend hat auch der Kakao geschmeckt. Erst war ich skeptisch. Jetzt habe ich gedacht, ich gucke mir vor, was ist das denn? Die kennen aber nicht Dinas Chocolate von hier nebenan. Nein, hat wirklich nach Medizin geschmeckt, so muss man das sagen. Nach Medizin geschmeckt, wir waren hier schön, wir sind hier am Lake Atitlan in Guatemala und die, die das organisiert haben, die haben direkt ein Haus am See. Und dann waren wir da alle im Wohnzimmer aufgebaut mit Kissen und Matratzen und richtig süß. Und dann haben die ihr Soundhealing gestartet, haben die angefangen, Musikinstrumente zu spielen, zu singen und recordete Songs ablaufen zu lassen mit diesen verschiedenen Soundsets. Und ja, so auf diese Art und Weise habe ich auch noch nie einen Magic Mushroom genommen und es war mehr. Also es war wie eine kleine Ayahuasca-Reise. Also man hatte ein richtiges Journey. Es war einfach nur schön. Dann war im Moment, meine Freundin, die saß gegenüber von mir. Ich hatte die Augen auf und habe gesehen, wie hinter ihr Spirits sind und sie saß in einer aufrechten Position wie beim Meditieren. Und ich musste so lachen. Ich konnte aber nicht reden und mir liefen die Tränen runter, weil ich ihr sagen wollte, ey, Sade, behind you are some spirits.
Und dann habe ich richtig gesehen, wie diese Spirits in sie gegangen sind. Sie sah auch ein ganz anderer Mensch aus. Die waren in ihr, ihre Augen und ihre riesengroße Augen, ihre Augen sind aufgegangen, ganz weiß gewesen. Und dann habe ich gesehen, wie der eine Spirit rausgeht und der andere geht wieder rein und wieder ihre Augen. Ich habe gedacht, Wahnsinn, wie im Film, wie im Film. Naja, ich habe ihr das auf jeden Fall hinterher gesagt. Jetzt kommt gleich das, was am krassesten ist und woran ich auch noch arbeiten muss und womit ich auch erstmal klarkommen muss. Schade, meine Freundin, wo die Spirits reingegangen sind und Niyakul, das sind zwei Afroamerikanerinnen und ich bin Deutsch-Ghana, beziehungsweise Österreich. Wir haben uns ja auf der Ayahuasca-Zeremonie kennengelernt und wir spüren eine ganz krasse Verbindung, als ob wir uns kennen. Und seit Sonntag weiß ich auch, glaube ich, warum. Also alles war schon, der meiste Trip war eigentlich schon vorbei, aber dann saßen wir noch zusammen, haben noch so die Musik uns angehört, alle anderen haben schon was anderes gemacht. Und oben war so ein Israeli, Asaf, der fing auf einmal an zu schreien. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, in dem Moment oder nicht. Auf jeden Fall, ich hatte auf jeden Fall meine Augen zu. Ich glaube, Shade auch. Wir waren auf jeden Fall in irgendeinem Space, ich kann das gar nicht beschreiben. Durch seine Schreie, die von oben kamen, bin ich in mich gegangen, habe ein Energiefeld gespürt oder gesehen. Die Schade meiner Freundin auch, und die hatte erst ihre Hand auf mein Bein und dann war ihre Hand irgendwie weg und dann habe ich diese genommen und dann wurde dieses Feld, dieses große gelbe Energiefeld größer. Das war so, als ob wir die Energie aufsaugen und dann haben wir die rausgelassen und in dem Moment hat der vom Dämonen besessene Israeli hat in dem Moment geschrien und hat released. Also es hat sich wirklich angefühlt, als ob Schade und ich verantwortlich dafür waren, dass der seine Shadows rausgelassen hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch immer noch nicht begreifen, wie und was alles. Und sagen wir mal ehrlich, ganz ehrlich, irgendwie habe ich schon immer gewusst, dass der Mensch sowieso mehr kann. Wir sind alle X-Mens. Aber dass ich solche Sachen kontrollieren kann, es hat sich auf jeden Fall richtig angefühlt und es hat sich so angefühlt, als ob ich das schon immer gemacht hätte. Und die Shade, die hat zu mir gesagt, die hat einmal die Augen aufgemacht und gesehen, wie tief ich drin war und hat auch gesagt, so, das ist, du kannst das. Ja, also das mit Sonntag muss ich immer noch verarbeiten. Das war es, zu krass, zu krass, zu krass. Also Psychedelics sind immer hilfvoll, aber nur für Menschen, die dafür auch geeignet sind. Und was ich auch festgestellt habe auf den Ayahuasca-Zeremonien, wo ich war, und das hat auch der Arturo gesagt, wenn man darf kein Fleisch essen, das geht nicht. Deshalb haben wahrscheinlich viele oder ab und zu so einen schlechten Turn, einen Trip, ich habe keine Ahnung was. Bei mir war bis jetzt immer alles gut. Ich bin ein positiver Mensch. Ich probiere alles aus. Und ich werde weiter auf meiner Reise bleiben. Und ich kann es kaum erwarten, deine neuen Videos zu sehen und zu hören. Und ich hoffe, es geht dir gut. Und tut mir leid, dass ich so viele Nachrichten geschickt habe. Und ich hoffe, dir kann das irgendwie weiterhelfen in irgendeiner Form und Weise. Ich schicke dir jetzt gleich nochmal ein Foto. Eigentlich hatte ich vor, eine Videonachricht zu machen, weil ich das irgendwie immer schöner finde, wenn man die Menschen doch dahinter sieht. Und ja, frag mich, was du willst. Oder auch nicht. Wäre schön, wenn du dir das anhörst und das teilen könntest. Wie gesagt, falls du noch Fragen zu bestimmten Sachen hast, die mir jetzt gerade nicht eingefallen sind oder wo ich vielleicht nochmal ins Detail gehen kann, wenn ich dann nochmal ein bisschen drüber meditiere, dann melde dich einfach. Bis dann. So, guten Morgen und hallo nochmal von mir. Mir sind noch ein paar Sachen eingefallen und zwar beim zweiten Mal, als ich Ayahuasca in Mexiko genommen habe, bei der Schamanenfamilie,
das dritte Mal Ayahuasca insgesamt. Also nachdem ganz, ganz heftig Mama Ayahuasca in mir war und ich sie gespürt habe für, also bis wirklich zum nächsten Morgen um 6:30, es war auf jeden Fall schon hell, alle waren schon wach und alle haben sich schon angezogen und ich hatte immer noch meine Augen geschlossen und ich habe ja vorher schon mal erwähnt, dass ich gehe einfach mit, ich lass komplett los, weil ich denke, wenn man seine Augen öffnet, dann versucht man sich zu kontrollieren und ist nicht in dem Moment, während man diese Plant Medicine nimmt. Und ja, und als ich dann morgens aufgewacht bin, so langsam, habe ich in den Himmel geguckt und da war gerade so schön, die Sonne ist gerade schön aufgegangen, das war auch alles so ein bisschen so lila und man hat halt den Neumond gesehen und mein ganzer Körper hat sich in Richtung dieses Neumond gedreht und Mama Ayahuasca hat mir dann in dem Moment mitgeteilt, dass der Mond nur dafür da sei, um den Frauen zu zeigen, wie groß doch ihre Energie ist. Im positivsten Sinne, jetzt nicht wie in der derzeitigen patriarchatischen Welt. Aber ja, und dass Frauen sich jetzt halt verbinden sollen. Und ich meine, wenn man ein bisschen Astrologie und ein bisschen Prophezeiungen und andere Kulturen und Geschichten, wenn man da ein bisschen recherchiert, dann weiß man, dass das ja, wir sind ja gerade im Zeitalter des Wassermanns und alle wachen auf und das hat, also es war sehr, sehr extrem, wurde mir mitgeteilt, wie wichtig doch der Mond für die Frauen ist und alle waren halt schon wach und ich lag dann noch so ein bisschen rum und musste das erstmal alles verarbeiten und habe dann in den Himmel gestarrt und habe dann gesehen, wie eine Spinne über mir ihr Nest gewebt hat. Aber diesmal konnte ich sehen, wie die Spinne ihr Nest mit den Äther webt. Würde ich sagen, ich kann nicht sagen, was das war. Ich habe auf jeden Fall Wellen, überall Wellen, wenn ich mich konzentriert habe, irgendwo so in verschiedenen Größen konnte ich die sehen, die waren halt so durchsichtig, wie so ein Energiefeld, nicht ein Energiefeld, aber ich konnte es auf jeden Fall sehen und ich kann es nicht anders beschreiben als den Äther. Ich habe den Äther gesehen und dann hat das für mich auch alles Sinn gemacht, wie diese Spinne ihr Netz gewebt hat. Also in dieser Schwingung von dem Äther. Und dann habe ich noch so ein paar Fliegen und andere Insekten beobachtet, die drumherum geschwebt, also die haben das nicht berührt, als ob die ganz genau wissen, ja, Tiere sehen halt viel mehr als wir. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich habe danach noch, bis immer noch, würde ich sagen, sehe ich ab und zu Dinge. An Wänden, wenn ich mich konzentriere. Mir ist das aber ganz stark auch nach dem Bufo aufgefallen, aber auch nach dem zweiten Mal Ayahuasca in Mexiko, beziehungsweise das dritte Mal Ayahuasca insgesamt, dass ich, wenn ich eine Wand zum Beispiel, ich kann Sachen erkennen und sehen und das sind auch keine Zeichen mehr, sondern ich sehe wirklich Dinge, wo wir letztes Jahr noch auf Bali gelebt haben. Direkt am King's Palace, da konnte ich auch Lichtwesen sehen. Also ich kann das gar nicht beschreiben, aber ja, naja, ist auch egal. Aber das war jetzt bei dem Ayahuasca und generell seit dem Bufo, seitdem ich das Bufo genommen habe, sehe ich eh nur noch Dinge. Also ich sehe nur noch Sachen im Himmel, in den Wolken. Jede Wolke ist irgendwas. Mir wird ganz viel mitgeteilt. Ich versuche auch sehr offen zu sein und deshalb sind wir auch gerade hier in Lateinamerika, weil ich mich auch sehr, sehr stark
irgendwie dieser Kultur hingezogen fühle. Und ich beschreibe das Freunden immer so, dass ich höre die Trommeln. Also anders kann ich das gar nicht sagen. Ich höre die Trommeln. Und was wollte ich denn noch wegen dem Bufo sagen? Ah, genau, bei der Bufo-Zeremonie, auch bei der schamanischen Familie, wo ich war. Ich weiß nicht, ob es vom Bufo ist oder von dem dritten Mal Rape, was ich genommen habe, also was mir dann durch die Nase mit dieser Pfeife geschossen wurde. Seitdem, ach nee, genau, 3 Tage dann oder 3 bis 4 Tage danach war ich klar. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das erwähnt hatte. Ich war einfach nur klar. Und generell seit all den Psychedelics, die ich genommen habe, finde ich viel, viel schneller. Ich bin viel schneller präsent. Ich bin im Hier und Jetzt. Zeit und Raum existiert manchmal für mich gar nicht. Es ist einfach nur irre. Ich habe schöne Träume. Es ist ganz viel Ballast von mir abgefallen. Also seit dem Bufo ist, es hat sich ein Teil, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, Shadows haben sich von mir gelöst, obwohl ich denke, ich hatte schon viele durch andere Selbstheilungsmethoden auch in mich gehen und Tagebücher führen und so weiter und so fort. Da habe ich mich schon selber viel mitgeheilt, aber das hat nochmal, also was ganz, ganz Tiefes bewegt, was ich jetzt noch gar nicht in Worte fassen kann, weil es immer noch ein Heilungsprozess ist und ich bin froh, dass ich das gemacht habe und noch stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, dass ich das durchgezogen habe, weil im Endeffekt ist es so, ich tue das für mich selber, für meine Heilung, für mein Growing, für mein Evolving, um weiterzukommen, weil ich weiß, dass es einfach noch so viel mehr gibt. Das ist nicht alles, das ist eine kleine Box, in der wir hier leben. Ich denke tatsächlich, oder das heißt tatsächlich, es ist, als ob wir schlafen würden, halt wie in der Matrix. Ihr wisst ja, und ja, es ist einfach nur ein wunder, 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 wunderschönes Gefühl. Und auch wenn ich bei dem Bufo echt sehr nervös war, ich würde nicht sagen, dass ich Angst hatte. Ich habe keine Angst. Ich habe nichts Angst. Ich habe halt Respekt, aber im Endeffekt ist das, ob man Bufo, Changa raucht, Ayahuasca nimmt, man weiß eh nie abends, wenn man die Augen zumacht, was erwartet einen, wenn man die Augen wieder öffnet. Von daher, ja. Ja, sehr, sehr powerful alles. Plant Medicine. Man sollte sich definitiv gut vorbereiten und ja. Und wenn es funktioniert, macht es einfach nur Spaß und ist wunderschön und ist befreiend, 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 einfach nur befreiend, auch diese Gewissheit zu haben und diese Gewissheit zu haben, die man eh immer tief in sich spürt, dass es noch mehr gibt, dass es noch andere Welten gibt, dass man, wenn man Bücher liest oder Filme guckt, weiß ich nicht, Hobbit liest, Herr der Ringe und Harry Potter und man ist sofort in dieser Welt, weil man auch weiß, dass sowas existiert. Und jetzt seit Sonntag auf dieser Mushroom-Zeremonie, wo ich wo ich eine Energie gespürt habe, die ich steuern konnte, nicht die ich kreiert habe, aber die ich irgendwie steuern konnte. Und es hat sich tatsächlich so angefühlt, als ob ich dadurch einem Menschen helfen konnte. Und das war sehr, sehr schön. Schön. Ich will nicht unbedingt sagen, mein Purpose, weil ich immer noch denke, dass mein Purpose liegt bei Tieren.
Aber ja, und ich denke, wir haben alle diese Fähigkeiten und wir müssen die ausbauen und wir brauchen eine Life School, wir brauchen Hogwarts. Und ja, aber das ist das, was ich jetzt versuche zu machen, zu experimentieren und zu gucken, was jetzt alles noch so geht. Vor allem, wenn sich vielleicht noch ein paar Portale öffnen demnächst. Und ja, ist jetzt auch schon wieder länger geworden. Und Entschuldigung für mein ganzes Rumgerede. Ich denke noch mal kurz nach. Ansonsten war es das. Und ich habe mich sehr über die Audionachricht gefreut, dass du auch alles abgehört hast. Ich habe ja geredet. Es war noch so früh am Morgen. Und ich war auch schon dicht. Ich hatte mir schon eingeraucht hier. Ja, okay. Ich überlege mal. Ah ja, genau. Tut mir leid. Genau, das wollte ich auch noch mitteilen, weil mir das jetzt bei zwei Malen aufgefallen ist. Einmal jetzt hier am Sonntag und einmal in Mexiko, wo wir Mushrooms genommen haben. Und da war zweimal die Situation so, irgendwas war sehr lustig, dass ich bzw. wir so gelacht haben, dass mir warme oder uns warme Tränen runtergelaufen sind wie Wasser. Also sowas habe ich noch nicht. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das in Verbindung steht jetzt mit dem Mushroom oder. Aber ich fand es doch irgendwie ungewöhnlich, aber es ist auch irgendwie schön. Ganz warm. Ganz, ganz warm. Okay, das war's. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Ich danke dir vielmals und ich freue mich schon, ja, mir den Beitrag anzusehen, den du schon fertig bearbeitet hast und generell alle Videos. Ich wünsche alles Liebe und Gute, schöne Grüße aus Guatemala nach Deutschland und ja.